Na, hallo zusammen, hier ist wieder euer Channel und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute willkommen heißen zu meinem großen Leveling Guide von Level 1 bis Level 110. Und der eine oder andere mag sich fragen: Moment, warum machst du es nicht gleich bis 120? Und zwar im Moment, wo ich das Video aufnehme, ist der Pre-Patch draußen, aber leider noch nicht das Addon an sich. Und da ich nicht genug Data quasi auf dem Beta-Server sammeln konnte, dachte ich mir, mach es jetzt mit dem Mengen an Daten, die ich gesammelt habe vor quasi Add-on-Launch, mache ich ein Video, das ein bisschen ausführlicher ist und mache dann nochmal ein kleines für 110 bis 120 quasi, sobald das Add-on draußen ist, um mich da auch ein bisschen Erfahrung habe. Vielleicht um gleich mal die Leute, die jetzt einfach nur Videos durchseppen quasi, um zu gucken, wo sie sinnige Informationen rauskriegen. Ich habe als Referenzwert, kann ich euch mal geben, ich habe mittlerweile 67 Chars, zwei weitere sind gerade auf dem Weg auf Stufe 110 und habe doch einiges an Daten erhoben und würde von mir behaupten, dass ich schon ein wenig Ahnung habe. Das Video wird auch ein bisschen länger, unter anderem kann ich euch mal schnell was zeigen. Ich habe hier auch eine Auswertung gemacht mit verschiedenen Daten, mit verschiedenen Wegen zu leveln, um da auch wirklich auf sinnvolle Werte zu kommen und um mich nicht nur hinzuhocken und zu sagen, ja, Queste in dem Levelbereich und hier machst du ein paar Dungeons, weil dafür brauche ich kein Video erstellen. Genau, also sprich, das alles ist ein bisschen ausführlicher, wird ein bisschen länger dauern, deswegen werden wir das Ganze ein bisschen gliedern. Und zwar habe ich mir erstmal 13 Punkte überlegt, die ich jetzt mal so grob anschneiden will. Ich werde euch Zeitstempel unten reinpacken, Sachen, die ihr kennt, und es werden Sachen dabei sein, die ihr kennt, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ihr nicht alles kennen werdet, was hier in dem Video kommt. Und zwar als allererstes möchte ich mit euch über Erbstücke für Beginner reden und dann als zweites Erbstücke ein bisschen weiter geführt. Ich habe es jetzt mal als Erbstücke rar aufgezählt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass das Erbstücksystem grundsätzlich viele Leute kennen, aber es gibt ein paar, die sehr nützlich sind, die fast keiner kennt. Also wenn ich im Stream gucke, 90% der Leute haben keine Ahnung, wo man die herbekommt. Deswegen aufgeteilt, dass ihr in den switchen könnt, wer denn das normale Erbstücksystem kennt. Und dann als drittes möchte ich einmal auf VZ eingehen. Als viertes auf die Berufswahl, die ihr beim Leveln wählen solltet. Dann wollte ich noch euch ein paar Addons vorschlagen, die vielleicht ganz praktisch sind für den einen oder anderen. Als siebtes, nee, das waren die Addons. Als achtes wollte ich euch ein paar Events zeigen, wo ihr vielleicht ein bisschen mehr noch rausholen könnt. Dann wollte ich auf die Nerfs und die Buffs eingehen, die jetzt mit 8.0 raufgespielt worden sind. Da hat sich ja jetzt mit dem Item Squish und einigen anderen Sachen doch viel verändert. Und da denke ich mal, ist es ganz praktisch, wenn wir da einmal ein bisschen drüber sprechen, um vielleicht die einen oder anderen den Schock zu ersparen, wenn er mal versucht, wieder das Kara-Event zu machen und dann feststellt, ja, das funktioniert nicht mehr so gut. Ja, dann wollen wir auf Level-Methoden eingehen, und zwar auf alles Mögliche, was EP bringt. Und ja, wollte ich dann ein bisschen zeigen, was ihr machen könnt, beziehungsweise wie effizient das an EP ist. Danach analysieren wir das Ganze mit Theory Crafting. Das heißt, wir werden hier ein bisschen eine Auswertung machen. Da haben wir ein paar Zahlen. Und dann als letztes werde ich euch eine Level-Empfehlung ausstellen. Ich bin keiner, der sagt, ihr müsst es so machen, so machen, so machen, fertig, sondern das Schöne und auch gleichzeitig nicht Schöne ist es, dass man nicht durch eine Formel bestimmen kann, was ist das Beste, weil zu viele Variablen drin sind. Aber ich kann euch eine Empfehlung geben, was ich denke, was am besten für jedes Level sein könnte, beziehungsweise ich gebe euch dann auch mehrere Empfehlungen, um da könnt ihr ein bisschen abwägen, weil nicht alles ist für jeden was. Gut, ich würde sagen, soweit zum Vorwort, sind wir jetzt auch schon wieder zu lang, das Video wird eh endlos lang, und ich würde sagen, wir starten durch mit dem ersten Punkt, und zwar die Heirloom-Items für Beginner. Als allererstes solltet ihr euch, bevor ihr einen Twink levelt, erstmal die Heirloom-Items holen. Optimalerweise habt ihr vielleicht schon einen Main-Charakter, der ist auf einer entsprechenden Stufe, und ihr habt auch ein bisschen Gold, weil das ist hier die Grundvoraussetzung, um sich Heirloom-Items holen zu können. Prinzipiell müsst ihr zwei Händler aussuchen pro Fraktion. Als Allianzler ist das einmal ein Zwerg, der sich hier in EF, also in Eisenschmiede, befindet. Und zwar befindet er sich hier in der Halle der Forscher, und zwar oben auf den Koordinaten 74, 10. Und wenn wir mit dem quatschen, dann hat der eine ganze Latte an Items. Und zwar richtig viele, wie ihr seht. Er hat unter anderem hat er Schulterstücke für jede Klasse und quasi für die Rüstungsart. Dann hat er einmal ein Bruststück, und er hat quasi hier etliche Waffen, die man sich holen kann, beziehungsweise auch
Schmuckstücke noch zusätzlich, die man sich auch holen kann. Wichtig vielleicht für euch zu wissen, auf den Schultern ist 10% mehr Erfahrung drauf, auf den Brust-Items ist auch 10% drauf. Ja, und dementsprechend auf den Hals-Items bzw. Trinkets habt ihr leider und auf den Waffen habt ihr leider keinen Plus-Bonus an EP. Macht aber nichts, sind trotzdem toll. Wer vielleicht nicht weiß, wie Hallum-Items funktionieren, bzw. auf Deutsch Erbstücke genannt, diese Items sind Battle.net-Account gebunden. Wenn ihr sie einmal kauft, habt ihr sie in einer kleinen Liste drin. Und zwar ist diese Liste hier unten bei Erbstücke. Dort werden sie dann einmal eingespeichert und ihr könnt mit jedem Char hergehen und diese herstellen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch x-mal den gleichen Kopf mir ins Inventar knallen. Bringt mir bloß nichts, könnt ihr auch nicht verkaufen, ihr könnt sie nur wegschmeißen. Was interessant ist, ihr könnt diese Items auch verschicken. Jetzt fragt ihr euch, warum soll ich diese Items verschicken, wenn ich die eh bei jedem Twink rausholen könnt? Und ja, ihr könnt die bei jedem Twink, auch auf der gegnerischen Seite, selbst wenn ihr auf dem zweiten Battle.net-Account einen Char habt, selbst wenn ihr auf dem zweiten Account, aber auf demselben Battle.net-Account, wie ich meine Chars habe, da könnt ihr sie auch rausholen. Verschicken lohnt sich dann hingehend, wenn ihr sie verzaubert. Das werden wir dann aber in dem späteren Punkt einmal ansprechen. So, das sind die ersten Items, die ihr hier rausholen könnt. Jetzt fehlen aber noch ein paar. Und zwar haben wir noch einen zweiten Händler. Und jetzt switche ich mal auf meinem zweiten Account. Und zwar ist der bei der Allianz einmal in Stormwind. Und da befinden wir uns hier unten. Und zwar müssen wir jetzt zum Gildenhändler und der hat uns auch nochmal drei Items. Und zwar verkauft er uns einen Rücken, der bringt 5% mehr. Dann verkauft er uns noch den Helm, der bringt 10% mehr. Und dementsprechend ja, habt ihr nochmal 15% mehr, die ihr quasi daraus generieren könnt. So, dann kommen wir zum nächsten, beziehungsweise zum Elementaren hier eigentlich. Ihr habt nämlich diese Heirloom-Items, ihr seht hier, Aufwertungsstufe 0 von 3. Wenn ihr nämlich nur diese Items kauft, die 500 Gold pro Stück kosten, beziehungsweise Waffen kosten 750, ist es so, dass ihr die nur bis Stufe 60 war es, glaube ich, nutzen könnt. Und danach wären sie nutzlos, weil sie dann nicht mehr mitleveln, ja. Wichtig ist für euch, dass ihr quasi hier Items kaufen könnt, die diese Dinge aufwerten. Hier zum Beispiel für ganz normale Gear-Items kauft ihr euch hier ein Item. Das kostet 1000 Gold und damit könnt ihr eure Heirloom-Items aufwerten. Und zwar dann dementsprechend, dass sie bis Stufe 90 gehen. Dann habt ihr die Aufwertungsstufe 1 von 3. Dann könnt ihr euch hier nochmal eins kaufen. Da könnt ihr es ja aufwerten dann bis auf 100. Und das letzte ist dann bis 110. Also sprich, kriegt ihr immer ein paar Level hoch, wird aber auch immer teurer, ne? Sprich, wenn ihr euch ein Item aufwerten wollt auf die maximale Stufe, dann kommt ihr hier 500 plus 1000 sind 1500 plus 2000 sind 3500 und dann plus nochmal die 5000. Also da wird es dann schon richtig teuer. Und noch teurer wird es bei den Waffen, weil ihr seht, die Waffen-Upgrades funktionieren die genauso, auch mit den gleichen Item-Level-Stufen, nur dass die halt nochmal ein Sticken teurer sind. Wenn ihr euch hier alle Items kauft und alles upgradet, seid ihr mehrere Hunderttausende an Gold los. Das müsst ihr euch überlegen. Wichtig vielleicht zu wissen, ihr macht es einmal und ihr habt dann quasi eure Items für immer, für jeden Twink, egal wann. Ja? Also das ist vielleicht eine Sache, die sollte man sich langsam mal überlegen, wenn man ein bisschen Gold über hat, immer mal wieder ein bisschen was rein investieren. Irgendwann ist es einem gedankt, weil man alle Twinks bedenkenlos hochspielen kann. Gut, so viel dazu. Das war jetzt so der grobe Einstieg in die Geschichte mit den Heirloom-Items. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Und zwar auf die Items, die ein bisschen rarer sind, beziehungsweise die vielleicht nicht so viele kennen. Als allererstes fangen wir noch relativ simpel an. Und zwar solltet ihr euch noch zwei Items hier bei diesem Händler mitnehmen. Das ist einmal hier, also, beziehungsweise das sind hier diese beiden Karten. Und zwar, was machen die? Ja, kann man kaufen für 10.000 Gold, ist auch wieder ein Haufen Holz. Wenn man sie aber gelernt hat, kann man sie quasi in der Spielzeugbox finden. Und zwar gucken wir da mal rein. Die ist nämlich auch hier im Ring drin. Jetzt gebe ich mal Kalindor. Genau, da haben wir es schon. Und zwar habe ich hier zwei Karten jetzt, einmal für Horde und einmal für Allianz. Ihr müsst die übrigens extra kaufen, wo die Hordenhändler sind. Das zeige ich gleich nochmal im Speziellen. Und zwar, wenn wir die einsetzen und auch alle Twinks haben wieder Zugriff auf diese Spielzeuge, dann ist es so, dass ihr Flugpunkte auf Kalindor entdeckt. Pador gibt es dann auch nochmal dementsprechend für die östlichen Königreiche. Heißt, ihr kriegt in jedem Gebiet einen Flugpunkt, wenn ihr das einsetzt. Hier bei mir mit dem Main ist das ein bisschen sinnlos, weil der hat alle Flugpunkte. Wenn ihr später durch Quests leveln wollt oder einfach nur so irgendwo rumreisen wollt, ist es sehr praktisch, weil ihr dann in jedes Gebiet einmal fliegen könnt und nicht laufen müsst.
Das kauft ihr einmal für 10.000, wie gesagt, habt's mit allen Chars. Vielleicht nochmal drauf einzugehen, wo die Hordenhändler sind. Und zwar der Gildenhändler von der Horde, der befindet sich einmal in Ukrimmar. Und zwar habt ihr den hier unten stehen. Da könnt ihr quasi die Gildensachen kaufen. Und zweiteres quasi den Händler für Unterstadt. Könnt ihr immer noch aufsuchen, indem ihr jetzt nach dem Event hier mit Sidomi sprecht. Dann müsst ihr in das Schurkenviertel gehen und dann steht er gleich rechts dran an so einem kleinen Verkaufsstand und der verkauft euch dementsprechend die Sachen, was ich hier in SW kaufen kann, einfach auch für die gleichen Beträge. Und wie gesagt, diese Flugkarten, die müsst ihr aber zweimal kaufen. Die Items müsst ihr nicht kaufen. Theoretisch könnt ihr alles bei Allianz kaufen und es bei der Horde einsetzen. Bloß diese Karten, die müsst ihr halt Horde und Allianz zweimal kaufen, weil ihr verschiedene Flugkarten habt und verschiedene Flugpunkte habt an der Stelle. So, das waren jetzt die Sachen, die ihr bei Händlern kriegt. Jetzt kommen wir vielleicht auf die Heirlooms, die so ein bisschen komplizierter noch sind. Und zwar könnt ihr jetzt mit den Items, die ihr habt, insgesamt 45% Ruf kriegen. Ja? Ihr habt nämlich durch Schultern, beziehungsweise wir können jetzt hier einmal so reingucken, dann haben wir alle auf einmal und wir wählen jetzt hier mal nur ein Speck aus. Also wir haben jetzt hier durch den Kopf 10%, dann haben wir hier nochmal 10% durch die Schultern, sind wir schon bei 20, durch den Rücken sind wir bei 25, durch die Brust bei 35% und durch die Hosen bei 45%, die wir haben. Die anderen Items bringen leider nichts hoch, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Dann gibt es aber noch zwei Ringe, die wir uns holen können. Und zwar haben wir einmal hier den Schreckenspiratenring. Und diesen könnt ihr holen, indem ihr den Angelwettbewerb in Stranglethorn einmal mitmacht. Und zwar gibt es den seit Classic und mittlerweile haben den aber viele Leute vergessen. Und das funktioniert quasi so, dass ihr am Sonntag um 14 Uhr startet dieser Angelwettbewerb. Und früher war es so, dass quasi der Erste, der diese 40 Leckerfische abgegeben hat, ein besonderes Item gekriegt hat. Mittlerweile hat Blizzard mit dieser EU-Zusammenlegung das ein bisschen geändert. Oder mit der Server-Zusammenlegung. Jetzt sind ja verschiedene Server gleich gefaced. Haben sie es so gemacht, dass die ersten 50 Leute auf allen EU-Servern die Belohnung kriegen. Das heißt, wenn ihr einer zu den 50 gehört, die als erstes 40 Leckerfische sammeln und diese abgeben, die müsst ihr übrigens angeln, da spawnen quasi hier im komplett Stranglethorn Pools und da könnt ihr die rausangeln und wer die als erstes hier in Beutebucht abgibt, kann sich eine Belohnung wählen und eine von diesen Belohnungen ist quasi dieser Ring. Ist eine praktische Sache, weil ihr habt quasi von Level 1 an Ringe, was man normalerweise nicht hat und die Ringe bekommt man immer relativ spät. Und zusätzlich ist es so, dass ihr ja, 5% mehr EP habt und ihr könnt euch noch einen zweiten Ring auch holen, dann habt ihr 10% mehr und das merkt man definitiv. Wenn ich mit Kollegen level oder mit Leuten aus dem Stream, die meisten Leute haben diese Ringe nicht und man merkt, dass ich dann langsam mit dem Level vorbeiziehe. Den zweiten Ring, den ihr holen könnt, ist aus der Garnison. Und zwar gibt es da insgesamt drei Ringe. Es gibt einen Ring mit Beweglichkeit drauf, einen Ring mit Intelligenz und einen Ring mit Stärke. Theoretisch wäre es egal. Ihr könntet theoretisch auch den falschen Ring anziehen, weil es kommt uns hauptsächlich auf den EP-Bonus an. Aber im optimalen Fall, wenn ihr alle drei habt, ist es so, dass ihr den richtigen anzieht mit den richtigen Stats. Wo kriegt ihr den her? Und zwar braucht ihr dazu in Warlords of Draenor eure Garnison und diese Garnison müsst ihr auf Stufe 3 upgraden. Solltet ihr die nicht auf Stufe 3 haben, könnt ihr relativ easy diese Ogre-Vorräte im Auktionshaus kaufen. Das sind diese Garnisonsressourcen-Sachen. Ihr braucht nämlich 2000 Garnisonsressourcen und 5000 Gold, um sie auf 3 upzugraden. Und sobald ihr das habt, müsst ihr ein paar Quests machen und könnt dann dementsprechend hier diesen Shipyard bauen, also den Hafen in eurer Garnison. Und bei diesem Hafen wiederum braucht ihr ein bestimmtes Item. Und zwar haben wir hier im Tannendschungel, hier unten, eine Höhle. Da ist ein Rare drin, ein Skelett-Rare. Und der droppt euch, ich denke, es war zu 100% ein Item, das ihr wiederum dann einsetzen könnt und bei einem Händler hier beim Shipyard quasi euch so ein Fernrohr holt. Das könnt ihr wiederum einem Schiff ausrüsten. Und durch dieses Ausrüsten könnt ihr eine Mission kriegen, wo quasi diese Ringe euch mitgebracht werden. Das könnt ihr theoretisch auch bei mehreren Chars machen, wenn ihr das beschleunigen wollt. Und dann kriegt ihr diese Ringe. Ich weiß, es ist ein Ticken aufwendiger, aber ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, das sind die Sachen, die euch ewig bleiben. Ich habe das irgendwann vor 2, 3 Jahren gemacht
Und seitdem habe ich quasi diese Vorteile. Also das ist eine einmalige Aufwand. Und ihr habt für immer euren Stuff beieinander, weil ihr wisst ja nicht, in wie viele Chars ihr in Zukunft vielleicht noch leveln werdet. Und man kann das sicher auch wieder auf Battle for Azeroth irgendwann upgraden, das Ganze. Und dann könnt ihr das bis 120 machen und das wahrscheinlich wieder Tausende von Gold hier rein investieren. Also da hat Blizzard auch eine Möglichkeit gefunden, viel Gold rauszunehmen. So, und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu dem letzten Heirloom-Item, das ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar zu einem, was die meisten Leute nicht kennen und was eigentlich sind die Items, die am stärksten sind. Und zwar sind zwei Trinkets. Hier haben wir zurückkehrender Champion und verteidigender Champion. Genau, die beiden Trinkets haben wir hier quasi. Und das sind ganz normale PvP-Trinkets, die haben Ausdauer, Vielseitigkeit drauf. Und wenn man sie einsetzt, dann heilen sie ein. Und sie haben plus 50 erhalten Erfahrung drauf auf PvP-Schlachtfeldern. PvP-Schlachtfelder sind alles das, was instanziertes PvP ist. Das heißt, sowohl in normalen BGs, große BGs, aber auch Arenen, und das wird später noch interessant, kriegt ihr 50% mehr EP und die stacken miteinander. Das funktioniert. Das heißt, ihr habt euer Gear einmal komplett hier stehen mit allen Items sind 45% mehr, plus ihr habt dann dementsprechend noch die zwei Ringe, dann habt ihr 55%, und wenn ihr die beiden Trinkets anzieht, habt ihr in BGs nochmal 100% mehr, sprich ihr seid bei 155% mehr und insgesamt dann halt 255, weil 100% habt ihr ja an sich schon mal. Das darf man vielleicht immer nicht ganz vergessen. Also sprich, ist das schon mal ein erheblicher Boost, und später werden wir auch drauf kommen, warum dann BGs und Arenen sehr, sehr, sehr lukrativ sind und vielleicht sogar auch die beste Möglichkeit sind, einen Char schon hochzuleveln. Ja, jetzt hätte ich fast vergessen, euch zu zeigen, wo man quasi diese Trinkets erspielen kann. Und zwar funktionieren beide eigentlich relativ gleich. Ihr müsst eine Kiste looten, und zwar 12 Mal. Und wenn ihr diese Kiste 12 Mal gelootet habt, könnt ihr quasi bei einem NPC diese Items, das sind auch Trinkets, eintauschen gegen das Heirloom-Trinket, und dann habt ihr eure 50% mehr EP, beziehungsweise wenn ihr beide habt, 100%. Wo sind die beiden Spots, wo ihr die Kisten farmen könnt? Und zwar der eine, seht ihr hinter uns, das ist die Guribashi-Arena. Das könnt ihr immer machen, und zwar alle 3 Stunden, um 12 Uhr, um 3 Uhr, um 9 Uhr, um 24 Uhr quasi, und dann geht es wieder von vorne los, ne? Also sprich, alle 3 Stunden spawnt eine Kiste. Es ist ein jeder gegen jeden PvP-Gebiet. Ihr könnt sowohl eure Leute von der eigenen Fraktion auch von der gegnerischen Fraktion umboxen. Ihr könnt aber Gruppen bilden, und derjenige, der die Kiste als erstes gelootet hat, kriegt das Item und kann das dann quasi da oben abgeben bei dem Hans Wurst, wenn er alle hat. Und ja, damit seid ihr durch. Hier könnt ihr nämlich eine Quest annehmen. Ihr habt die Quest bereits abgeschlossen. Ich habe es mit dem Char schon gemacht und teilweise auch mit anderen Chars. Es ist definitiv machbar, ja. Ihr braucht aber ein paar Sekunden, um die aufzumachen, und jeder kann euch unterbrechen. Ist ähnlich wie eine Flagge im BG umflecken, ja. Und das Zweite, was ihr machen könnt, ist quasi auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt. Dort gibt es auch so eine Arena. Bloß der Dunkelmond-Jahrmarkt ist nur von jedem ersten Sonntag im Monat immer eine Woche. Das heißt, erster Sonntag im Monat ist hier der 5. Und es geht dann genau die Woche bis zum Samstag 0 Uhr, also genau eine Woche lang. Dann warten wir wieder 1, 2 Wochen, nee, 3 Wochen sogar. Dann ist der erste Sonntag im Monat der zweite hier, und es geht wieder eine Woche. Ne? Da braucht ihr auch 12 Dinger. Und ihr seht hier einmal in die Arena rein, Kiste aufmachen. Und das Komische, was ich jetzt hier hatte, dass ich in der Arena direkt das Item rausgekriegt hat. Also ich musste keine 12 Dinger aufmachen, sondern ich habe direkt das Heirloom-Trinket rausbekommen. Wahrscheinlich haben sie es jetzt mit 8.0 oder davor schon gepatcht. Ich habe mir das Zeug vor Ewigkeiten gefarmt. Wahrscheinlich haben sie es jetzt umgepatcht, und man muss gar nicht mehr 12 Mal das Ding looten, sondern nur noch einmal. Kriegt dann direkt sein Item und ist aus dem Schneider, was das wesentlich leichter machen würde, falls es wirklich so ist. Also ich hatte hier irgendwie nur Glück und ich habe es irgendwie rausgekriegt. Ich weiß es nicht. Ja. Heißt, dann würdet ihr es wesentlich schneller kriegen, und die Leute, denen ich das im Stream schon öfter geraten habe, die schon immer rumgeholt haben, 12 Mal die Kiste, das kann man gar nicht schaffen, das ist nur Weg, dann Möglichkeit. Übrigens, ich habe diese Stranglestone-Kiste mit einem 19er PvP-Chart 12 Mal, nee, 24 Mal habe ich sie sogar gelootet, ja. Also, es geht definitiv, ja. So viel jetzt zum aktuellen Stand. Jetzt will ich euch noch zwei Items zeigen, die vielleicht auch noch praktisch sind, die so am Rande hiermit zu tun haben. Und zwar gibt es ein Achievement, wenn wir jetzt mehr auf Sammlungen gehen. Und zwar gibt es hier ein Erbstück-Achievement, wo ihr 35 Erbstücke zusammenbasteln müsst, und ihr bekommt ein Erbstück-Reittier. Und dieses Erbstück-Reittier
Finden wir natürlich auch hier wieder in unserer Dingsbox. Den Chopper müsst ihr suchen, und zwar braucht ihr. Ich mal gucken, jetzt warte, dass ich. Chopper. Genau, das war er. Chopper des Robo-Ingenieurs. Und da haben wir einen Chauffeur drin. Und der fährt einen rum. Das Gute an dem Mount ist, das hat keine Minimal-Level-Beschränkung. Das könnt ihr ab Stufe 1 reiten. Das ist nicht sonderlich schnell, ja? Dann aber ab Stufe 1 sofort aufmounten. Sonst müsstet ihr bis Stufe 20 warten, um euer erstes Reittier holen zu können. Heißt, wenn ihr euch hier ein paar mehr Erbstücke kauft, habt ihr ab Stufe 1 ein Reittier. Ist eine nette Sache, könnt ihr euch ein bisschen schneller bewegen. Die letzte Sache, die ich euch jetzt in dem Feld erzählen will, betreffen hier Flaggen. Und zwar, seht ihr, haben wir hier drei Gildenflaggen. Diese Gildenflaggen könnt ihr quasi überall aufstellen und sie halten eine Viertelstunde und bringen verschiedene EP-Bonis. Das hier bringt 5% mehr EP, das hier 10 und das hier 15% mehr EP und Ruf für getötete Monster. Ihr braucht aber einen Gildenruf von freundlich. Quasi ein paar Quests müsst ihr mit dem Char machen. Das ist auch nicht Battle.net-Account gebunden und könnt dann eure Flaggen aufstellen. Zack, hier hin. Übrigens, ihr könnt hier mehrere kaufen, weil die 10 Minuten Abklingzeit haben, wenn ihr sie einsetzt, aber auf die anderen immer nur 2 Minuten haben. Also quasi könnt ihr alle, wenn ihr an dem Spot ein bisschen kämpft, eine Flagge aufstellen, weiter nach 2 Minuten wieder eine Flagge, also das geht, dann kriegt ihr mal ein bisschen extra EP. Ist nicht krass viel, aber es gibt auch ein paar Grind-Punkte, die praktisch sind und da rechnet sich sehr wohl. Also das vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten. Was ich euch zeigen kann, wo es die gibt, und zwar einmal hier beim Gildenhändler haben wir die. Die müssen, warte, jetzt muss ich mal gucken. Die müssen aber auch freigespielt sein. Okay, der Charles sitzt in der Gilde, die quasi nicht freigespielt hat, weil es halt irgendeine Gammelgilde ist. Good Game heißt die. Okay, da ist bin ich der Einzige. Das ist irgend so eine Trash-Gilde. Aber wenn eure Gilde ein bisschen aktiv ist, dann dürftet ihr die beim Gildenhändler kaufen können. Ja, dann sind wir jetzt erstmal mit dem Erbstück-Punkt durch. Und ich würde sagen, wir schauen zum nächsten weiter. Ja, dann kommen wir zum dritten Punkt, und zwar zu den Verzauberungen. Und da hat sich seit Patch 8.0 auch wieder einiges geändert. Und ich würde sagen, wir schauen da einmal rein. Ich habe jetzt hier mit meinem Hexer mal eingeloggt, der hat nämlich Verzauberkunst und Schneider, aber dazu dann gleich noch mehr. Wir haben hier erstmal die aktuellen Verzauberungen, die wir uns einmal draufschmeißen können. Und zwar jetzt hier die Legion-Verzauberung, beziehungsweise dann mit Battle for Azeroth wird es wahrscheinlich auch wieder welche geben auf Twink-Leveln. Und Heirloom-Items verzaubern, reichen im Moment eigentlich die Legion-Sachen, beziehungsweise die runterliegenden Add-ons. Und zwar ist es so, dass die Verzauberung, selbst wenn ihr jetzt eine Legion-Verzauberung drauf macht, auf das Item runter skaliert, aber dennoch hat sie einen guten Wert, weil im Low-Level so Stats sehr, sehr, sehr gut skalieren und deswegen lohnt sich es auf jeden Fall, seine Items zu verzaubern. Denn man zieht die Items von Level 1 bis 110 quasi mit, hat immer dasselbe an. Und kann übrigens das Item auch aufbewahren, also sprich, ihr verzaubert zum Beispiel Leder-Item, spielt einen Schurke hoch mit Beweglichkeit, hebt das Item auf, schickt es danach den Druid, einmal kosten und ihr habt quasi für immer dieses Item. Ihr solltet es bloß nicht wegschmeißen, sondern die solltet ihr irgendwo auf die Bank packen, dass ihr wisst, ah, okay, das sind die verzauberten Items, weil mir ist es schon passiert, dass ich die dann versehentlich weggehauen habe. Ist ein bisschen blöd, da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Was kann ich euch empfehlen? Die Ringverzauberung haut am besten von Legion drauf. Die Halsverzauberung kann ich euch auch empfehlen, von Legion draufzuhauen. Vor allem fand ich Satyr sehr, sehr stark. Es hängt aber auch von der Klasse ab, was ihr spielt. Natürlich, wenn ihr einen Heiler spielt, habt ihr eine andere Verzauberung als ein DD. Aber ich denke mal, da ist das so ein bisschen klassengebunden. Ich will jetzt nicht auf jede einzelne Klasse eingehen, genau. Dann kann ich euch empfehlen, dass ihr zu Draenor runtergeht. Und zwar haben wir da verschiedene Sachen, die vielleicht ein bisschen interessanter sind. Erstmal können wir zu Legion keine Waffen verzetten. Ja? Deswegen müssen wir da auf die Draenor-VZ umsteigen. Und hier hingehend kann man auch wieder ganz normal, je nachdem, was man spielt, eine Draenor-Verzauberung auswählen, die auf die Waffe hauen. Die skaliert natürlich dann nur hoch bis quasi dann Stufe 100. Aber ist trotzdem noch relativ effektiv mit dem Item-Squish, auch von dem Wert von 100 auf 110. Im Umhang würde ich euch auch empfehlen, dass ihr trotzdem eine WoD-Verzauberung nimmt, denn bei den großen WoD-Verzauberungen habt ihr noch 2% mehr Movement Speed neben den Stats drauf. Und das sind eigentlich dieselben Verzauberungen wie oben, bloß dass sie hier ein bisschen weniger Stats haben. Aber es wird ja eh runterskaliert und dann auf Level 50 haben sie die gleichen Werte, bloß dass das hier quasi noch mehr Speed quasi drauf hat und deswegen ist es halt dementsprechend auch stärker. Halsringe hatten wir oben schon und dann
können wir nochmal eins weiter zurückgehen. Und zwar gehen hier zu den MOP-Verzauberungen. Und hier haben wir nämlich Verzauberungen, wo wir zum Beispiel die Armschienen verzaubern können, dass sie 13 mehr Stärke haben. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber auf dem Low-Level ist das doch eine starke Sache. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier switche, gehe ich jetzt auf die Items hier, ne? Das ist beim Low-Twink, der ist jetzt 96 und da sind jetzt 15 Main-Stat drauf, zum Beispiel auf dem Item, ja. Oder hier haben wir 14, da sind jetzt schon mehr, weil das schon ein bisschen höher ist, 32. Ihr seht, 13 Stats sind nicht so wenig und wenn man da viele Items verzaubert, dann kommt da schon ein bisschen was zusammen. Hier kann man nämlich einiges verzaubern, unter anderem sind hier Armschienen, dann haben wir hier Brust 10 mehr Stats zum Beispiel, hier sind noch mehr Armschienen. Gut, hier gibt es auch Umhangverzauberung, die würde ich euch nicht empfehlen, da nehmt ihr wirklich die oberen, überall wo es hohe Verzauberungen gibt, nimmt die hohen. Hier haben wir eine Tempoverzauberung auf Schul, die würde ich nicht empfehlen, sondern ich würde, jetzt muss ich gerade mal gucken, es gibt nämlich hier eine, Verschwimmen ist es genau, da habt ihr Agi drauf und nochmal mehr Movement Speed, das würde sich rentieren. Ich bin mir jetzt aber nicht mal ganz sicher, ob es das für alle gab. Hier zum Beispiel Handschuhe plus 20 Tempo, da muss man ein bisschen gucken, was an Stats für die Klassen gut sind. Prinzipiell ist Vielseitigkeit für alle nicht ganz so schlecht. Crit ist wahrscheinlich im Damage-mäßigen am besten für die Low-Klassen. Aber das hängt wieder, wie gesagt, von der Klasse und dem Spec ab. Bloß, dass ihr wisst, was ihr wo drauf macht. Also vielleicht, um es nochmal zusammenzufassen. Die ganzen Legion-Verzauberungen haut ihr als erstes drauf, bis auf den Umhang. Dann nehmt ihr das von WOD, WOD-Waffenverzauberung. Und dann geht ihr runter nach MOP und verzaubert euer ganzes Gear hier durch. Da könnt ihr fast alle Items verzaubern, Schuhe, Handschuhe. Ihr könnt sogar die Gürtelschnalle drauf und einen extra Sockel reinpacken. Aber gut, ob das jetzt unbedingt dann das Mittel der Wahl ist, ist jetzt mal so die Sache. Genau, also da kann man einiges machen. Zusätzlich kann man dann noch was anderes basteln. Das werde ich euch gleich zeigen, beziehungsweise erst möchte ich nur auf das Item-Level eingehen. Ihr seht hier, die alten Sachen, die Pandaria-Geschichten, haben einen Maximal-Item-Level von 136. Das heißt, ihr müsst es darauf machen mit einem Char, der quasi, also ihr könnt euch die Rollen auch im Auktionshaus kaufen. Und die Rolle müsst ihr dann mit einem Char auf das Item drauf machen, der ein bestimmtes Level nicht überschreitet. Denn diese Heirloom-Items, wenn wir nochmal auf den Char switchen, die gehen ja mal weiter hoch. Ihr seht, jetzt bin ich 100, nee, ich bin 96 und die sind jetzt auf 133. Da wird es gerade noch gehen, dass ich es drauf verzauber und dann auch immer weiterschicke. Und wenn das hochlevelt, dann ist es egal, die Verzauberung bleibt trotzdem drauf. Bloß habt ihr die Problematik jetzt mit einem 110er. Wenn ich jetzt hier so ein Item herstelle, dann ist das Item 160. Und ich kann die Verzauberung nicht drauf machen, weil die maximal auf ein Item auf 136 geht. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr die Rollen vielleicht selber euch herstellt oder mit einem oder im Auktionshaus kauft und die dementsprechend drauf macht, dann, wenn ihr dem Twink noch nicht über die Schwelle seid. Ich glaube, die Schwelle ist so ab Level 100 seid ihr quasi drüber, dann könnt ihr dieses MOP-Zeug nicht mehr drauf machen. Was es dann noch gibt, was ich euch empfehlen kann, ist bei Schneider bzw. auch bei Lederer gibt es das, glaube ich, auch. Könnt ihr euch bestimmte Items drauf machen, und zwar so Bestickungen auf, genau, hier haben wir so Bestickungen. Das sind jetzt die Only für Schneider, glaube ich. Es gibt aber auch noch andere, die man herstellen kann. Wann ist die Zauberfäden? Ich meine, seht ihr, da haben wir auch wieder einen maximalen Itemwert. Da könnt ihr euch Intelligenz und Vielseitigkeit drauf machen. Gibt es auch wieder verschiedene Wertigkeiten. Es gab, glaube ich, auch epische. Anscheinend habe ich die mit dem hier gar nicht. Wo man sich dann quasi auf die Hose dann nochmal eine Verzauberung drauf machen kann. Wie gesagt, der Lederer hat sowas dann auch für Agi. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der Schmied das Verstärker hat oder ob das der Lederer auch hatte. Da ist zu lang her für mich jetzt. Auf jeden Fall könnt ihr euch diese Geschichten dann auch noch drauf machen. Habt dann auch noch einen kleinen Boost. Genau. Soweit zu den Verzauberungen. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten weiter. Dann kommen wir zu den Berufen. Und zwar ist es relativ schnell abgehandelt. Ihr solltet euch zwei Sammelberufe holen. Und zwar einmal Kräuterkunde am besten, also hier Kräuterkunde holen. Und dann noch Bergbau. Der Bergbauhändler in SW ist hier. Bei den anderen Fraktionen bzw. anderen Hauptstädten weiß ich es jetzt leider nicht auswendig. Aber man kann immer schön die Stadtwache fragen. Die quatscht man einfach an, wenn man hier eine findet. Und fragt dann quasi nach den Berufen. Und dann schicken die einem quasi dahin. Also wenn ich jetzt hier hingehe und sage, bababab, Bergbauhändler, dann sagt er mir das, beziehungsweise zeigt mir so ein kleines Symbolchen an. Ich gehe dahin, hole mir den Beruf und fertig. Zusätzlich solltet ihr euch auch noch Archäologie holen. Jetzt sage ich euch aber erstmal, warum Bergbau und Kräuterkunde. Und zwar
Egal, wenn ihr auch auf dem Max-Level was anderes hochbasten wollt, sowohl Kräuterkunde als auch Bergbau, wenn ihr einen Teil abbaut, bringt das EP und zwar gar nicht so wenig. Auf, ja, weiß ich nicht, ein Char, der so um die 60, 70 rum war, habe ich immer zwischen 2 und 5000 EP gekriegt für ein Erz abbauen und ein Mob hat etwa so 700-800 gebracht. Das heißt, wenn ihr Zeug abbaut, könnt ihr theoretisch ganz gut leveln, vor allem sobald ihr fliegen könnt und zwar das schnelle Fliegen auch habt, levelt ihr extrem schnell mit. Also es gibt, ist natürlich nicht die beste Level-Methode, das werde ich später nochmal nachstellen, aber es bringt extra EP und wenn ihr eh irgendwo vorbeilauft, selbst wenn ihr nur durch Dungeons leveln wollt, da sind auch oft mal Erze und Kräuter, das einfach mitnehmen, ist ein extra Goodie. Manche Sachen sind jetzt mittlerweile sogar auch mehr wert, es könnt noch ein bisschen Gold machen, es ist nicht krass viel, aber es ist auf jeden Fall extra EP und die sollte man nicht liegen lassen, ja? So, dann das nächste, ihr solltet Archäologie mitnehmen und zwar haben wir in SW hier den Typen, der euch Archäologie, was, ich habe mit dem Chuck keine Archäologie, interessant. Und zwar, lohnt sich Archäologie, um EP zu bekommen? Die Antwort ist nein. Ja, Archäologie lohnt sich nicht, wenn ihr es abbaut, wie ihr hier seht, ihr kriegt EP. Es ist aber nicht sonderlich viel und es gibt wesentlich effizientere Wege. Und das Zeug abzufliegen, es lohnt sich nicht, ja. Aber wo sich's dann lohnt, ist, sobald ihr in WOD, Warlords of Draenor, in Spitzen von Arrak, diese Bonus-Objectives aufmacht, die sehr, sehr viel EP bringen, gibt es vor allem in Spitzen von Arrak etwa ein Drittel von den Dingern kannst du nur aufmachen, wenn du Archäologie hast. Du brauchst aber nur Archäologie 1. Du musst lediglich zum Lehrer gehen, das ganze Archäologie-Zeug hier einmal kaufen und dann kannst du diese Dinge aufmachen. Und das ist in dem Levelbereich das Effizienteste, um EP zu kriegen. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich mit dem Char vergessen habe und die Hälfte der Sachen quasi oder ein Drittel der Sachen flacken lassen muss. Deswegen erstelle ich den Char, hole ich die drei Berufe, ärgerfrei. Ja, das sind die Tipps und ja, ich würde sagen, weiter zum nächsten Topic. Ja, dann kommen wir zu Punkt 5 und ja, Punkt 7, weil ich Kacknoob irgendwie Addons zweimal drin hat. Das sind eigentlich nur 12 Punkte, aber egal. Addons haben wir jetzt als nächsten Punkt. Und zwar empfehle ich euch drei Addons, die ich ausschließlich fürs Leveln quasi habe. Und zwar das erste Addon, was ich euch zeigen möchte, ist relativ kleines. Das heißt Legion Inversions Timer. Und das einzige, was es macht, ist quasi, was im Namen schon steckt, es zeigt uns den Timer, wann eine Legion-Inversion ist. Und zwar, warum ist das so wichtig mit der Legion-Inversion? Ich denke mal, ich werde es später nochmal erklären, beziehungsweise der ein oder andere weiß das schon. Während in Legion, also auf den verheerten Inseln quasi, eine Inversion ist, hier ist gerade eine, die immer, ich glaube, 6,5 Stunden geht und dann muss man 12 Stunden warten zwischendrin, also der Rhythmus verschiebt sich immer so ein bisschen, kann man halt diese zusätzlichen World-Quests machen. Und die bringen scheiß viel EP, also richtig, richtig viel. Deswegen will man die eigentlich nicht verpassen. Und ja, das ist ein kleines, schickes Addon. Man muss auf keiner Seite nachgucken oder selber mitrechnen, sondern es zeigt an, okay, wenn es hier rot ist, ist es gerade eine. Oder wenn keine Inversion ist, zeigt es quasi den Timer an, wie lange es zur nächsten braucht. Und man kann hier drüber fahren und schauen, okay, wann ist die nächste Inversion? Sonntag 11:30 Uhr, oh, okay, da bin ich wahrscheinlich schon auf. Dienstag um 0 Uhr, na, da sollte ich wahrscheinlich eher schon im Bett sein für den nächsten Tag Arbeit. Dann Dienstag um 19 Uhr, dann bin ich schon wieder von der Arbeit zurück. Die kann ich mitnehmen. Mittwoch 13:30 Uhr, ja, bin ich wahrscheinlich auch eher auf der Arbeit. Also man kann so ein bisschen quasi planen oder sehen, wann sind die nächsten Invasionen. Der eine oder andere mag sagen, es gibt auch Seiten für und so, ist richtig, aber man sieht es einfach in-game. Und übrigens, wenn eine Invasion losgeht, dann kommt groß auf dem Bildschirm eine Warnung mit Sound, dass man halb vom Stuhl fällt, ja, wenn man Sound laut hat. Und dann verpasst man sie nicht, weil das ist wirklich eine der besten Quellen, die sollte man mitnehmen. Kleines Addon, man braucht es nicht, nice to have. Das zweite ist Handy Notes, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Deswegen bin ich jetzt auf dem Chart gerade hier eingeloggt. Handy Notes ist ein Addon, das einfach die Grundplattform ist und dann gibt es noch sehr, sehr viele Zusatz-Addons. Ihr braucht zum Beispiel für WoD, braucht ihr Handy Notes plus Handy Notes Draenor Treasures. Was macht das? Und zwar, es zeigt euch die Treasures auf der Karte an. Diese Geschichten hier. Derjenige, der hier schon mal gelevelt hat, beziehungsweise meine Streams ab und anguckt, weiß, die Dinger bringen eine Hölle viel EP. Und wenn man die einfach auf der Karte angezeigt kriegt, fliegt man sie ab und ist in Windeseile durch WoD durch. Was Besseres als das Zeug gibt es nicht. Ja, deswegen schickes kleines Addon, zeigt euch das an. Geht übrigens auch für Mist of Pandaria, ja, Mist of Pandaria hier. Da werden euch auch die Sachen angezeigt. Das habe ich jetzt mit dem Char schon gemacht. Hier habe ich eins vergessen. Das bringt keine EP, deswegen lasse ich es mal flacken. Und da kann man sich das auch anzeigen lassen. Heißt dann Handy Notes, Mist of Pandaria Treasures. Oder dann kann man das natürlich auch für Legion machen. Da gibt es
auch Kisten, ich weiß gar nicht, ja, schau, da habe ich es auch an, da habe ich jetzt noch alle rumliegen, wo bloß in Liedchen bringen irgendwie die meisten keine EP, das ist, weiß ich nicht, werde ich später aber auch nochmal was zu sagen, deswegen ist es praktisch von diesem Handy-Notes, ihr könnt euch Instanzeingänge, Pet-Battle-Trainer, ihr könnt euch alles anzeigen lassen auf der Map, ob man das braucht, wahrscheinlich eher nicht, weil ihr seht irgendwann nichts, also ladet euch bitte nicht alle Handy-Notes, Zusatzdinger runter. Eure Map ist komplett voll und ihr seht nichts mehr. Macht bitte nur die ihr wirklich braucht. Ja? Kann ich euch nur raten. Ich habe den Fehler mal begangen und ihr seht gar nichts mehr dann. Gut. Die beiden Add-ons kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und das dritte, was dann vielleicht noch praktisch ist, ist NPC-Scan oder vergleichbare Add-ons. Es gibt auch Silver Dragon. Das sind einfach Add-ons, die euch Alarm schlagen, wenn ein Rare Mob in der Nähe ist. Wo ist das relevant? Vor allem im Low Level ist es so, wenn ihr einen Rare Mob umhaut, dann kriegt ihr tendenziell so viel EP wie eine Quest, beziehungsweise sogar wie eineinhalb, fast sogar zwei Quests wert an EP. Also ein Rare Mob bringt scheiß viel EP und die sind auch nicht so viel schwieriger umzuhauen als normale Mobs. Im hohen Level teilweise bringen sie dann nicht mehr so viel EP, aber im Low Level, vor allem jetzt so Wald von Elvi im Startgebiet, also da haut ihr fast ein Level voll mit so einem, so wenn ihr Level 5, 6 seid und ihr Rare Mob umboxt, das geht gut ab und da solltet ihr einfach so ein Addon drauf haben. Mir ging es nämlich so, ich bin teilweise an so irgendeinem Bären oder irgendwas vorbeigelaufen und hab nicht gecheckt, dass es ein Rare Mob ist und wenn mein Addon nicht angegangen wäre, dann hätte ich nicht umgehauen. Ne? Deswegen die drei Addons würde ich euch empfehlen. Natürlich könnt ihr euch einen Haufen Quest-Addons runterladen, die euch anzeigt, wo noch Quest-Spots und solche Geschichten sind. Kann man alles machen. Finde ich aber manchmal, dass es überladen ist und das sind wirklich so Addons, die euch so ein bisschen Quality of Life quasi geben. Genau. Soweit zum Addon-Posten, also Punkt 5 und 7 in dem Fall. So, dann zu Punkt Nummer 6. Welche Klasse bzw. Skillung soll ich wählen? Erstmal vielleicht ein bisschen drauf eingehen, was ihr wollt, beziehungsweise was Vorteile von bestimmten Klassen oder auch von bestimmten Skillungen sind. Als allererstes solltet ihr vielleicht überlegen, wenn ich möglichst schnell einen 110er haben will, aber egal welchen, nehmt einen Demon Hunter. Der Demon Hunter könnt ihr euch einen auf dem Server erstellen, der startet mit Stufe 98 und Startgebiet in der Stunde vielleicht durchgeballert, wahrscheinlich wesentlich kürzer, wenn ihr das schnell macht. Und ja, dann habt ihr dann meistens schon 101, 102 Archer, je nachdem wie viel Heirloom-Items ihr anhabt, paar Legion-Invasionen und ihr seid auf 110. Also das ist eine fixe Angelegenheit und wenn ihr einen schnellen Char braucht, go for it, Demon Hunter, ja. Auch relativ schnell geht der Todesritter, der startet ab Stufe 55, hat natürlich schon mal die meisten Classic-Gebiete weg, bis er aus seinem Startgebiet raus ist, ist er auch über Stufe 60, also sprich, ihr startet eigentlich direkt in Burning Crusade rein. Wenn ihr jetzt von 0 ab einen Char oder von Level 20 vielleicht ab einen Char leveln wollt, oder ihr wollt euch zum Beispiel auch eins von den verbündeten Völkern leveln, ist es sehr, sehr, sehr praktisch, wenn ihr euch einen Monk macht, denn der Monk kriegt einen gewissen Bonus. Also jetzt sagen wir mal, ich will einen Nachtgeborenen machen, mach mir einen Monk. Und für ja, die verbündeten Völker gibt es ja ein Achievement, wenn man sie auf 110 spielt. Deswegen werden sie vielleicht auch viele spielen. Und so eine bestimmte Ausrüstung, aber das ist nochmal eine andere Sache. Dann kann man sich zum Beispiel einen Monk davon machen. Der kriegt nämlich alle 10 Level quasi eine Quest, wo er einen Buff holen kann, dass er 50% mehr EP kriegt. Und diese 50% EP bleiben auch nach dem Tod. Und außerdem kann man auch noch eine Daily machen jeden Tag. Also theoretisch, wenn man den nicht jeden Tag 10 Stunden durchsuchtet, ja, kann man es schaffen, dass er durchgehend diesen Buff oben hat mit 50% mehr EP. Und naja, 50% extra EP brauchen wir nicht drüber reden, ist eine krasse Sache. Ich glaube, so ab Stufe 85 wird es weniger, da sind es, glaube ich, irgendwie nur noch 20%. Und ich glaube, ab Stufe 90 ist der Buff komplett weg. Ja? Aber bis dahin hat man auf jeden Fall schon mal einen Haufen mehr EP. Und wer nur schnell seine verbündeten Völker fürs Achievement machen will, sollte das auf jeden Fall über den Monk regeln. So, verbündete Völker hatte ich jetzt eben schon angesprochen, die starten halt ab Stufe 20. Ist halt auch praktisch, muss man das Startzeug nicht machen. Muss man sich aber erstmal freispielen mit Ruf und Questen und solche Geschichten, also ist ein bisschen mit Arbeit verbunden. Dann allgemein mit Skillung. Ihr sucht euch jetzt irgendeine Klasse aus, ihr habt eine bestimmte Klasse, die ihr spielen wollt. Seid euch im Klaren darüber, dass ihr im Levelprozess mit manchen schneller durchkommt als mit anderen. Zum Beispiel, wenn ihr durch Instanzen leveln wollt, ist es sinnvoll, wenn eure Klasse einen Tank-Spec hat, als Tank zu specken. Erstmal Tanks sind im Low-Level eh relativ stark vom Schaden her. Und zusätzlich ist es so, ihr kriegt einen Instant Q. Ja? Selbiges gilt eigentlich meistens auch für Heiler. Ihr kommt relativ schnell rein. Wenn ihr eh auf die PvP-Schiene geht, was jetzt besser ist, werden wir später noch behandeln, ist es egal. Ja? Da könnt ihr alles reinqueuen. Bloß im Dungeon-Bereich Tank Heiler
einfach die Klassen, wo es ein bisschen schneller geht. Dann, ich würde eh immer als Tank leveln, wenn es geht. Auch wenn man questet, man kann einfach viel zusammenpullen, weckerehen, geht meistens schneller, wenn man weiß, was man tut. Meine Meinung, kann natürlich auch ein anderer mit einem anderen Spielstil schneller sein als ich. Ne? Das ist immer möglich. Bin jetzt hier auch kein Übermensch. Wobei Heiler mittlerweile gar nicht so schlecht schaden. Also man kann auch mit Heilern questen, war früher ein bisschen verschrien, mittlerweile geht das auch. Dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt eine Klasse habt, die allein nur DD-Specs hat, ist es eigentlich immer sinniger, im Melee-Spec zu leveln als im Caster-Spec. Meistens muss ein Caster lang rumstehen. Bei Melee ist es ein bisschen besser mit Mobs zusammenziehen. Ausnahme sind hier Dot-Specs. Wenn ihr einen Shadow habt, einen Hex, gut, die haben eh kein Melee-Spec, oder einen Dot-Lock, ihr könnt gut grinden damit, alles zu Dotten weiterlaufen, die Mobs sterben, während Laufen ist eine coole Sache. Als Eule geht das theoretisch auch ganz gut. Genau. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt über. So, da, Leute, dann kommen wir zu Punkt Nummer 8 und zwar zu Events. Und zwar können wir uns nochmal durch externe Quellen ein bisschen extra EP holen. Gibt verschiedene Sachen. Das, was seit 8.0 allgegenwärtig ist, ist quasi unser Buff, den wir oben haben, einberufen, den wir über den War Mode anmachen können. Einfach in der Hauptstadt als Allianzler in SW, als Hordler in OG einmal anmachen. Ihr seid dann anders gefaced als die anderen. Also, sprich, ihr seid dann mit der War Mode Crew auf allen Teilen der Welt gefaced. Und alle, die keinen War Mode anhaben, sind auf der Non-War Mode Welt quasi gefaced. Also sprich, müsst ihr, wenn ihr mit Freunden zusammen spielen wollt, euch entscheiden, was ihr machen wollt, ob ihr War Mode an oder aus habt. Ich kann euch empfehlen, macht's im Low Level an. Ich habe selten irgendwie Begegnungen gehabt, dass irgendwer mich jetzt umgehauen, gegankt hätte oder so. Die Vorteile überwiegen hier, weil man nicht nur 10% mehr P kriegt, sondern man kann auch nochmal extra Fähigkeiten auch im PvE benutzen. Das heißt, ihr könnt sowohl, ich habe zum Beispiel hier was geskillt, dass wenn ich zum einen drauf hau, das Hauen 6 Sekunden lang und Brankenhieb 25% mehr Schaden. Ich mache mit meinem Main-Angriff 25% mehr Schaden. Da könnt ihr auch noch ein paar andere Sachen skillen. Das ist auch beim Questen eine super Sache, dass ihr quasi die Gegner schneller umhauen könnt. Ja? Das ist natürlich von Klasse zu Klasse unterschiedlich, ob es sinnvolle Sachen gibt und nicht so sinnvolle Sachen. Sind aber, ich denke mal, bei allen was dabei. Das geht aber wirklich nur, wenn ihr in der Außenwelt unterwegs seid und im BGs. In Dungeons sind die Sachen deaktiviert. Da ist der War Mode Bonus auch nicht aktiv. Ihr kriegt da keine 10% mehr EP. Dann zusätzlich könnt ihr euch noch den Dunkelmond-Jahrmarkt holen, solange er denn ist. Der geht immer vom ersten im Monat, hatte ich ja, nee, vom ersten Sonntag im Monat, das hatte ich ja vorhin schon bei den Erbstücken gezeigt. Und da geht ihr einfach zu der Dame hier, die sich hier befindet, vor dem Karussell, was hier irgendwie ein Gebäude ist, aber hier, naja, ist egal. Das macht ihr auf, kriegt so komische Tickets, dann lässt ihr euch hier rein, sonst portet ihr einen raus. Und dann kriegt ihr hier so einen Buff hoch. 10% mehr XP, 10% mehr Rufzuwachs, also für Max-Level-Char ist auch was Praktisches, wenn ihr demnächst Ruf farmen wollt, natürlich nur von Kreaturen hier. Da fahren wir ein bisschen, das geht bis auf eine Stunde quasi hoch. Da haben wir 60 Minuten. Könnt ihr auch immer wieder refreshen. Wenn ihr jetzt natürlich irgendwo in der Pampa am Questen seid, dann läuft euer Buff aus, ihr müsst wieder zurück, wieder hin, das kostet euch einen Haufen Zeit, wollt ihr nicht. Weiß ich, ist auch sinnvoll, dann ist es nicht sinnvoll, hier immer wieder herzugehen. Kauft euch einfach hier den Dunkelmondzylinder. Ja, der kostet euch 10 komische Abzeichen. Die könnt ihr aber ganz einfach holen, indem ihr diese Items, Banner des Gefallenen, irgendwas oder so, die ihr hier sowieso kriegt, wenn ihr den Abenteuerführer holt. Sprich, Dunkelmond-Jahrmarkt beginnt. Ihr seid das erste Mal mit dem Char quasi auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt, kriegt ein SW oder OG eine Quest. Die sagt, geh einmal hier zum Dunkelmond-Jahrmarkt. Könnt ihr den gleichen Typen anquatschen, der portet euch zum Portal, wenn dann als Allianzler in Goldshire oder als Hordler vor Thunderbluff, geht durchs Portal, quatscht mit dem Typen, kriegt den Abenteuerführer, den ich hoffentlich mit dem Char dabei habe. Abenteuerführer, genau, das ist das hier. Und wenn ihr den habt, dann kriegt ihr durch alle möglichen Quellen diese Sonderitems, die könnt ihr für gut Gold im Auktionshaus verkaufen oder ihr setzt sie ein, gebt sie ab, das bringt übrigens EP. Und dann habt ihr diese Marken und mit diesen Marken könnt ihr, wenn dann Transmog kaufen oder diesen schönen Zylinder. Und mit diesem Zylinder könnt ihr den Buff, den ich jetzt gerade drauf gemacht habe, euch auch drauf machen. Und zwar überall, wo ihr seid. Hat aber 20 Aufladungen. Wobei, das wären 20 Stunden quasi. Also damit kommt ihr eine Weile aus, würde ich jetzt mal gestehen. Ja? Ach so, wenn ihr hier sterbt mit dem Buff, ist er weg. Ja? Also der ist weg, Warmoth bleibt euch. Dann gibt es noch andere Buffs, die ihr holen könnt. Und zwar zum Beispiel, das Sonnenfest ist. Dann könnt ihr in Hauptstädten um diesen Baum da rum tanzen. Ja? Und kriegt auch einen Buff. Mittlerweile. Ich glaube, seit 8.0 oder vielleicht ist es auch schon seit 7.3.5 so, stackt der nicht mehr mit diesem Buff.
Also ihr könnt euch nicht durch mehrere Event-Buffs hier eine Latte an Buffs hochstacken, das funktioniert nicht. Leider. Was aber stackt, ist die Flask aus der Garnison, das stackt mit dem. Das habe ich getestet, genau. Um das jetzt hier schon mal abzuhandeln, kommen wir aber später nochmal drauf zurück. Gut, das war's mit dem Topic. Es gibt natürlich noch andere Events, die euch auch Buffs bringen, aber die sind natürlich immer nicht gleichzeitig, ne? Ist klar, weil wenn Winterhauch ist, dann ist nicht Sonnenwend, ja? Ist wahrscheinlich logisch. Gut, dann ab zum nächsten Topic. Ja, dann kommen wir jetzt zum neunten Punkt und zwar zu den Nerfs, die jetzt mit Patch 8.0 reingekommen sind, die EP bzw. das Leveling im Allgemeinen betreffen. Und dazu hatte ich ja schon mal ein kleines Video erstellt und ja, ich würde sagen, einen kleinen Auszug daraus jetzt hier mal für die Leute, die das noch nicht gesehen hatten. Sagen wir schauen mal rein. Also als allererstes ist mit Patch 8.0 der Item Squish mit reingekommen, was uns in Instanzen ein wenig das Ganze erschwert. Ich habe jetzt einige Instanzen nach dem Item Squish gerannt und muss sagen, die Instanzen sind meines Erachtens, ist wie gesagt eine subjektive Empfindung, noch ein Ticken schwerer geworden. Manche Bosse sind noch ein bisschen buggy. Blizzard hat da schon einiges gefixt. Also nicht nur buggy von dem, dass der Bosskampf nicht mehr weitergeht, was ja im Tor der untergehenden Sonne jetzt mittlerweile gefixt wurde, aber auch teilweise Schadenswerte sind noch nicht so hundertprozentig angepasst und man kriegt teilweise schon als Tank sehr, sehr gut aufs Maul und die Heilung ist, denke ich mal, auch noch nicht so hundertprozentig skaliert. Fernab von dem haben sie natürlich mit der EP grundsätzlich auch ein bisschen was geändert. Wir können jetzt mal einmal hier in die Instanz hinter uns reingehen und zwar ist das ja eine ganz beliebte Tolvir-Instanz gewesen, die man dementsprechend ganz gut ziehen konnte, weil man hier natürlich komplett aufgemount sein konnte. Beziehungsweise das jetzt immer noch kann, aber ich kann euch da mal sagen, das Ziehen durch diese Instanz rentiert sich nicht mehr, denn wenn wir hier mal drüber fahren, ihr seht, da ist keine EP-Boni dann. Und ich habe das getestet, das ist nicht nur ein Bug, dass das nicht angezeigt wird und man kriegt trotzdem die EP, sondern wenn man hier einen Char durchzieht, dann hat man zwar hier schön einen nach dem anderen abgehakt, wenn man einen Endboss umhaut, kriegt man null extra EP. Das Einzige, was ihr kriegt, wenn ihr einen Char hier durchzieht, ist die Mob-EP. Und ihr wisst, wenn ihr mit einem hohen Level in einen Low-Level zieht, kriegt ihr so gut wie nichts. Also hier irgendwas durchziehen, das lohnt sich nicht. Da macht ihr einen Pet-Battle, habt ihr genauso viel wie durch so eine Instanz ziehen, wahrscheinlich sogar noch mehr, weil die Mobs bringen hier 300 EP und ein Pet-Battle kriegt ihr immerhin 14.000, also auf meinem Level hier. Also sprich, Instanzen ziehen ist tot. Und zwar definitiv tot. Das braucht ihr nicht probieren. Und soweit ich es verstanden habe, wird das auch nicht mehr gefixt, denn diese extra EP gibt es auch in Instanzen nicht, die ihr queued. Jetzt mag der eine oder andere sagen, dann gibt es ja auch Instanzen, die man so geht, wesentlich weniger EP. Das ist richtig, wobei Blizzard dahingehend nochmal was gefixt hatte. Und zwar hat man dementsprechend hier die EP ein bisschen erhöht. Und zwar kurz nach dem Pre-Patch hat man lediglich die EP bekommen, die man hier stehen hatte. Und das war sogar ein bisschen niedrigere EP-Wert, den man hier stehen hatte, am Ende von dem Dungeon. Und vielleicht, wenn man sich zurückerinnert vor dem Pre-Patch, war es ja so, dass man einmal die Instanzabschluss-EP gekriegt hat, die man quasi über das Tool bekommt, die jetzt auch noch dasteht, beziehungsweise zusätzlich noch die EP, die wir eben gesehen haben, wenn man alle Bosse besiegt hat, war beides etwa mal gleichwertig, je nachdem, was für ein Level man war. So um 60, 70 rum waren es so 50.000, also zweimal 50.000 um den Dreh. Jetzt auf dem Level, wo ich bin, sind es oder waren es in etwa 70.000, zweimal, also 140.000, so um den Dreh rum. Das hat Blizzard ein bisschen aufgestockt, jetzt bekommt man ein bisschen mehr und ich würde sagen, wir schauen mal so ein bisschen die Werte ein, die man quasi vorher hatte, beziehungsweise die man jetzt hatte, um so ein bisschen vergleichen zu können, inwiefern man vielleicht mehr oder weniger EP kriegt. Ja, dann schauen wir uns als erstes mal an, wie viel EP wir durchs Dungeon ziehen bekommen haben. Und zwar seht ihr, ich habe jetzt etwa 200.000 EP. Und da geht der Boss down und wir sind etwa bei 300.000. Sprich, man hat durchs Ziehen so um die 100.000 EP bekommen auf Stufe 87. Jetzt bekommt man gar nichts mehr quasi, also die Abschluss-EP zumindest. Ja, und das nächste, was wir uns angucken, ist die Abschluss-EP von einem gequeuten Dungeon übers Tool. Und zwar seht ihr, wir haben hier 218.000 EP. Und ja, jetzt haben wir den Boss mal hier runter.
Und wir kriegen eine ganze Menge an Erfahrung. Und zwar sind wir jetzt auf 416.000. Heißt, wir kriegen fast 200.000 durch den Stanzabschluss. Warum war das so? Und zwar ist es einmal die EP, die ihr, wie ihr vorhin gesehen habt, die 100k durch den normalen Instanzabschluss, also alle Bosse töten. Und dann nochmal die Tool-Extra-Erfahrung von auch fast nochmal 100.000. Und dann kommen wir auf diesen aufgerundeten Wert von 200.000 Erfahrungspunkten. Ja, dann schauen wir uns mal noch an, was wir jetzt aktuell mit Patch 8.0 nach dem Fix bekommen. Und zwar, wenn wir den Boss unboxen, ich habe hier extra den Chat nämlich rausgezogen, bekommen wir einmal 119 bzw. fast 120.000 plus dann nochmal 18.000 für den Boss. Das heißt, es wurde jetzt die EP, die man quasi einfach durch den Abschluss kriegt, erhöht, aber man kriegt keine EP mehr für die Bosse töten. Also dieses Bonusziel, was man außen an der Seite dran hatte, das bringt auch in dem gecuten Dungeon keine EP. Dafür haben sie halt die Dungeon-Abschluss-EP erhöht, wie ich es mir auch dachte, um quasi da das ein bisschen auszugleichen. Ist natürlich trotzdem weniger, wenn wir die 200.000 gegenüberstellen mit den 140.000, die ich hier gekriegt habe, aber auch nur 140, knappe 140.000, weil ich dementsprechend erholt war. Dann hat sich mir die Frage noch aufgedrängt, ganz am Anfang von 8.0 war dran gestanden, dass man nur einmal die Woche diese Belohnung kriegen kann. Da dachte ich mir nicht, dass ich dann weniger EP kriege, wenn ich den Boss oder nochmal einen Dungeon renne. Dem war hier aber nicht der Fall. Also ich habe hier nochmal danach einen Boss hier umgebatscht, habe auch nochmal 119.000 bekommen, beziehungsweise dann fast 120.000. Also das ist auf jeden Fall nicht so, dass ihr dann nur einmal die Belohnung bekommt, das bleibt gleich. Bin dann zur Sicherheit sogar nochmal eine Instanz gelaufen, diesmal alle hier außerhalb vom Stream, um ein bisschen was zu testen. Deswegen nicht verwundert sein, wenn der Char dann bei den nächsten Leveling-Events ein bisschen höher ist. Und ihr seht, hier haben wir auch wieder selbes gekriegt, oder Ticken mehr sogar, weil er ja dann auch ein Level-Up ist. Ja, so viel dazu. Also ihr seht, sie haben zwar jetzt die EP nochmal erhöht, am Anfang war es nämlich, glaube ich, nur 100, war es nur 70.000, die man gekriegt hat, jetzt sind es 120 plus Bosskill, also etwa 130, 140, je nachdem, ob ihr erholt oder nicht erholt seid. Ist besser als nix, aber wesentlich schlechter als der Wert, den wir davor hatten, und zwar die 200k, das kommen wir nicht mehr ran. Und ihr müsst bedenken, die Instanzen sind auch noch meines Erachtens ein bisschen schwieriger geworden, weil halt diese Item-Squish das Ganze nicht unbedingt leichter gemacht hat. Ein letztes, was ich noch drauf eingehen möchte, und zwar sind so andere Leveling-Methoden, die relativ praktisch waren. Zum Beispiel dieser Karazhan-Run, den ich ja auch immer sehr, sehr gern gelaufen bin, weil er irrsinnig schnell ging. Ich glaube, innerhalb von einer Stunde, eineinhalb konnte man die 10 Level hochballern, also sprich von 72, 73 bis auf 81. Und das geht leider auch nicht mehr. Nicht, weil die Mobs jetzt keine EP mehr bringen würden, sondern einfach, weil durch diesen Item-Squish und die Verschiebung der Charakterstärke einfach es nicht mehr so einfach ist, diese Mobs zu töten. Ich denke mal, mit manchen Klassen geht es noch. Vielleicht dann mit 78, 79, dass man noch 2, 3 Level das Ganze machen kann. Aber ganz sicher nicht mehr ab 73, weil man einfach vom Scaling her zu schwach ist. Und das fällt dann leider einfach flach. Ja, dann kommen wir zum Punkt Nummer 10. Und zwar gibt es nicht nur Nerfs, sondern es gibt auch Gott sei Dank ein paar Buffs, die uns Blizzard spendiert hat. Und zwar den ersten hatte ich ja schon ein bisschen angesprochen. Das ist der schicke Vormode, der uns 10% mehr EP bringt und zusätzlich noch ein paar extra Fähigkeiten, die wir auch im PvE benutzen können. Zwar nicht in Instanzen, aber zumindest beim normalen Questen. Und ja, sogar das Trinket könnt ihr benutzen, wenn ihr irgendwo gestunt werdet von irgendeinem Quest-Mob. Trinket rein, raus, weiter geht's. Oder hier, dass ich mehr Damage mache, oder auch Survivability bzw. Movement Speed Sachen sind da bei einigen Klassen dabei. Ist auf jeden Fall eine schicke Sache und sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Das zweite, worauf ich eingehen wollte, war die Geschichte mit den Instanzen. Wir haben ja eben in dem Nerf-Teil gesehen, dass man einen Ticken weniger an insgesamt der Abschluss-EP kriegt. Dafür hat sich auch was zum Positiven verändert. Vorher sollte ich vielleicht noch sagen, diese Extra-Bosse, wo man dann noch so extra EP gekriegt hat, die sind auch rausgefallen. Also die bringen auch nichts mehr. Aber die komplette Abschluss-EP von einem Dungeon hängt nur noch am Endboss. Das heißt, wenn man andere Bosse davor skippt oder auch ganze Teile von der Instanz direkt zum Endboss kann, kann man die komplette Endboss-EP schnell abgreifen, und teilweise braucht man gut unter 10 Minuten dann für eine Instanz. Hier habt ihr jetzt eben gesehen, haben wir diese Felsmutter da umgehauen und haben die Abschluss-EP gekriegt, ohne dass wir diesen Steinriesen davor gemacht haben. Den haben wir einfach geskippt. Das funktioniert, ja. Ich kann mir vor allem im Verlies vorstellen, dass man da sehr, sehr schnell an EP kommen kann. Und das könnte vielleicht dann eine Geschichte sein, wo man relativ gut leveln kann mit.
Und das letzte, worauf ich quasi noch eingehen wollte, sind die Bonus-Objectives, die man in Pandaria holen kann, in Legion und einmal noch in Draenor. Und zwar switchen wir da jetzt mal auf einen Char, der da noch welche offen hat. Ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen, dass die relativ viel EP bringen. Das ist auch in dem Levelbereich definitiv die effizienteste Möglichkeit zu leveln. Bis vor dem Pre-Patch war es so, dass die Dinger ja, ab einem gewissen Level keine EP mehr gebracht haben. Ja, also die waren eigentlich gedacht von Level 90 bis 100 und danach haben sie signifikant weniger EP gebracht. Blizzard hat das ein bisschen abgeändert, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht. Und zwar bringen die Dinger weiter EP, auch wenn man Stufe 100 erreicht hat. Mittlerweile kriegt man hier eh durch den Warmode und andere Buffs immer mehr EP und ich habe teilweise zweieinhalb Gebiete nur diese Sachen aufgehoben und war schon Level 100 und hatte dann noch einen Haufen übrig. Also habe ich dann teilweise noch zwei, drei Gebiete übrig gehabt und dann macht man einfach quasi ab Stufe 100 weiter diese Dinge auf. Es geht irre schnell. Also das kann ich nur empfehlen, das kann man weitermachen. Und zusätzlich könnt ihr auch im Tannern-Dschungel die Sachen aufmachen. Die gehen nämlich erst ab Stufe 100. Die hat man nie aufgemacht, weil Stufe 100 gehen sie erst auf und dann haben sie auch schon wieder keine EP mehr gebracht. Kann man sie weiter aufmachen? Natürlich Invasionen zwischen rein machen, aber dementsprechend diese Geschichte quasi ja, zwischen den Invasionen reinstreuen. Und wie ihr hier seht, habe ich da auch noch Truhen, die nicht diese Bonus-Objectives sind, sondern random Truhen, die immer wieder spawnen. Da sind relativ viele da. Und hier 40.000 EP, da 40.000 EP. Es geht irre schnell. Die Dinger spawnen immer wieder nach. Man fliegt da einmal im Kreis im Gebiet. Habe ich mir mal ein Video zu gemacht, wenn ihr es genauer wissen wollt. Beziehungsweise später nochmal drauf eingehen. Das geht gut ab und das ist definitiv ein Pluspunkt. Selbiges gilt auch für die ja, für die MOP-Teile. Die konnte man ja ab Stufe 80 jetzt aufmachen und gehen trotzdem auch selbst auf Stufe 100, 809, bringen die immer noch ihre EP. Ich habe letztens einen Demon Hunter gelevelt und habe mit diesem Demon Hunter quasi die Pandaria-Dinger aufgemacht und teilweise, wenn ihr erholt seid, 80, 90.000 EP pro Ding, geht gut ab. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Zusätzlich bringen jetzt mittlerweile auch einige Sachen in Legion, also auf den verheerten Inseln, diese Kisten EP, aber relativ wenig EP und teilweise irgendwie nur jedes fünfte bringt EP. Also kann man aufmachen, empfehlen tue ich es nicht. Ja? Was ich jetzt noch festgestellt habe, dass Blizzard da nochmal was gepatcht hat und zwar die Draenor-Dinger bringen, wenn man 105, 106, 107, dann wird es langsam ein bisschen weniger. Also es ist nicht mehr so, wie es früher war, dass es dann auf einmal fast gar keine EP gebracht hat, aber ein Ticken weniger kriegt man. Also man sollte vielleicht erst die Dinger aufmachen und dann in Legion die Invasion und solche Gedöns machen, aber da werde ich später nochmal was zu sagen. Bloß, dass das hier der Vollständigkeit halber mit drauf war. Ja, dann auf zum nächsten Topic. So, dann kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 11 und zwar den Level-Methoden. Und ich denke mal, das ist das, was die meisten Leute hier interessiert. Und ich möchte euch jetzt mal verschiedene aufzeigen und dann im darauffolgenden Schritt quasi im Theory-Crafting mal so ein bisschen analysieren, was am effizientesten bei dem Ganzen ist. Und ich würde sagen, wir fangen mal easy peasy beim offensichtlichsten an und zwar EP durch Mobs, also quasi Mobs grinden. Ich habe so festgestellt, Mobs grinden lohnt sich eigentlich im Normalfall nicht. Ganz im Low-Level kann es sich rentieren. Also nachdem man hier Nordhain quasi raus ist, also so mit Stufe 3, 4 irgendwas, wenn man ein paar Quests gemacht hat, gibt es hier eine Murloc-Insel. Hier, man kann auch die nehmen, aber die ist effizienter. Und dort sind ein Haufen Murlocs und die kann man, wenn man eine Dot-Klasse hat, ich denke mal eine Eule ist ganz praktisch, ein Shadow, ein Hexer, Hunter könnte vielleicht auch noch funktionieren, kann man da eigentlich alle Mobs zu dotten, so ein bisschen rumkiten und kriegt da relativ gute EP, weil sie immer wieder nachspawnen. Ist eine schicke Sache, geht ganz gut ab, man kann natürlich auch in dem Levelbereich einfach ganz normal questen. Ja. Das Pendant für Horde habt ihr einmal hier in Durota. Und zwar habt ihr da zwei Spots. Einmal könnt ihr hier oben so Elementare umboxen und hier unten ist auch nochmal ein Spot, wo relativ viele Mobs sind. Wie gesagt, das hier bloß der Vollständigkeit halber nur mit manchen Klassen machbar und nicht wirklich krass viel effizienter als jetzt in dem Level zu questen. Das zweite sind Instanzen, die könnt ihr ab Stufe 15 anmelden. Bitte geht nicht auf keinen Fall so Instanzen rein. Ihr kriegt diese Abschluss-EP nicht mehr, ihr kriegt da nur noch die Mob-Kill-EP und das ist fast gar nichts. Bitte meldet keine spezifischen Instanzen an,
Da könnt ihr euch auch AFK stellen, das bringt nichts. Spezifische Instanzen, ihr kriegt keine Abschluss-EP, lediglich Mob-EP, nur random Dungeons anmelden. Also das alte, ich melde nur einen Dungeon an, um die Quest zu machen, geht nicht mehr. Übrigens, die Dungeon-Quests bringen in 80% der Fälle die ganz gleiche EP wie eine normale Quest, die draußen ist. Also sprich, die Zeiten, dass Dungeon-Quests wesentlich mehr gebracht haben, sind lang passé. Dann das ganz normale Questen. Da kann ich euch jetzt mal grob was raten. Ich bin kein Fan davon zu sagen, die und die Gebiete gehst du, die und die Gebiete gehst du nicht. Ich kann euch ganz grob raten, dass ihr schaut, möglichst östliche Königreiche und nicht Kalindor zu questen, außer ein paar Ausnahmen. Östliche Königreiche scheinen die Quests ein bisschen smoother durchzugehen. Das ist natürlich alles immer subjektiv. Was ich euch sagen kann, ich fand gut hier Schlingendorntal, und zwar das obere Teil fand ich ganz gut. Dann gut durchgequestet sind natürlich immer die Startgebiete. Die gehen ja von 1 bis 20. Die sind designt ohne Mounts, die gehen immer am schnellsten. Also wenn man nur questen will, spielt man am besten zwei Startgebiete. Und dann oberes Stranglethorn fand ich gut, Loch Modan ist gut, westliche Pestländer fand ich als Allianzler gut. Und die Dunkelküste kann ich auch empfehlen. Im bisschen höherem Levelbereich fand ich den Hial, fand ich auf jeden Fall gut. Und in der Scherbenwelt, quasi die Höllenhalbinsel Zangarmarschen, sind eigentlich auch ganz gut durchgegangen. Wie gesagt, grobe Empfehlung. Keine Geschichte, dass ich sage, so, so, so. Das kommt dann später in der Empfehlung von den Level-Geschichten. Vielleicht nur so ein kleiner Punkt am Rande jetzt schon. Ich habe zwei Chars gelevelt. Einen habe ich nur durch nur Quests hochgezogen, sowohl alleine als auch Gruppen. Das war ein bisschen gemixt. Und einen habe ich mit nur Instanzen gelevelt. Und zwar habe ich das Ganze bis Level 60 gemacht, also sch quasi schon einen gewissen Bereich, um Vergleichbarkeit zu haben. Und ich muss sagen, es war, glaube ich, es waren 20 Minuten Zeitunterschied zwischen den beiden Chars. Also zwischen Dungeons und Questen ist nicht großer Unterschied. Es sind sehr, sehr viele Variablen drin, wie schnell ihr questet, ob mit Leuten zusammen questet, wie schnell durch Instanzen durchkommt. Aber es ist durchaus eine vertretbare Möglichkeit zu leveln. Dann das zweite. Beziehungsweise, nee, nicht das zweite, das ist jetzt schon das vierte quasi, wäre dann Archäologie. Da hatte ich ja vorher auch schon mal das kurz gezeigt gehabt. Den Beruf mitnehmen, aber nicht unbedingt wegen Archäologie, weil ihr könnt, wenn ihr nämlich Vorkommen abbaut, die ziemlich verstreut auf der Karte sind, kriegt ihr relativ wenig EP. Ihr könnt es mitnehmen, wenn zusätzlich eins da liegt und ihr schnell ein bisschen buddeln wollt, kann man das machen. Aber um in der ganzen Welt rumzureisen, lohnt sich das nicht. Lasst bitte die Finger von. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar zu einem, was relativ gut ist, und zwar Pet Battle. Ja, dazu braucht ihr aber Pet Battle Viecher und ihr kriegt hier auch keine schlechten Pair-Werte. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe hier den Char, der ist Stufe 33. Ihr könnt das Ganze mit Level 1 schon machen. Habe ich hier einmal einen Ma also ich bin nach SW gelaufen, habe mir einen Magier angelacht, dem gesagt, hier port mich mal bitte zum Tal, also quasi nach MOP zum Schrein der 7 Sterne, sagt dem einfach MOP, ja, dann wissen die Magier schon, was sie machen müssen. Der hat mich hier hingeportet. Ich habe drei Magier angequatscht, zwei haben mir geantwortet. Also, ne, wenn man einen fragt, dann kriegt man schon auch ein Portal. Ja? Und die wollten alle kein Gold nehmen, ja. Und hier ist es so, dass ihr keine, ihr habt ja nur neutrale Mobs, also die greifen euch hier nicht an. Und hier habt ihr 24er Pet-Battle-Viecher. Warum braucht ihr 24er? Und zwar von den Low-Pet-Battle-Viechern kriegt ihr kaum EP, ihr braucht die hohen. Und dann braucht ihr aber halt zumindest, ja, 23, 24er Pets in der Höhe sollten die sein. Ich habe jetzt hier noch ein paar mehr drin. Ihr macht hier quasi ein Pet-Battle. Wir können jetzt auch mal einen Timer starten, wie schnell ich hier bin. Gegen die Viecher, jetzt machen wir einfach mal hier ein Dings an. Ein Pet-Battle-Kampf. Und dann können wir mal gucken. Oh, jetzt habe ich den Timer nicht angeschalten. Aber das machen wir gleich nochmal bei einem anderen. Es geht auf jeden Fall unter einer Minute, kann ich euch gleich schon mal sagen. Und dann können wir uns nämlich auch angucken, wie viel EP wir kriegen. Also ich spiele jetzt hier zum Beispiel mit einer Kombi aus zwei XTs. Hat den Hintergrund, weil ihr ja gerade gesehen habt, die können ja ehen und quasi hauen die Mobs in der hinteren Reihe schon mal runter. Und das ist eine sehr, sehr schicke Sache, weil ihr dann relativ schnell die Kämpfe rum habt. So, Kampf ist gewonnen und wir kriegen 6000 EP, 6800 und ich brauche bloß 90.000. Ich bin jetzt ein ganzes Stück hochgegangen und dann geht ihr einfach her, battelt das nächste Viech an und hier sind relativ viele. Hier oben sind normalerweise auch noch welche und ihr könnt dann quasi auch hier rüber reiten. Warte, ich kann es auf der Map zeigen. Hier könnt ihr durch den Durchgang und hier sind noch viel mehr. Also hier sind ein Haufen Mobs. Ihr müsst bloß aufpassen, hier sind dann Level 90er Gegner.
Die haben mich aber ehrlich gesagt noch nie getötet. Ich habe sie manchmal getriggert, dann laufen die einfach wieder hier zum Palast und die laufen irgendwann weg. Die machen auch seit der Leveländerung gar nicht mal so viel Schaden. Die sind zwar Level 90 Totenkopf bei euch, aber es dauert trotzdem, selbst ein Level 33er brauchen die ein bisschen, bis sie den umklopfen. Also das hier ist eine ganz schicke Methode, um vielleicht so ein bisschen Referenzwerte zu bieten. Pet Battle bringt etwa im ganz Low Level sind so 8 bis 9%, eine Quest bringt etwa 10 und dann geht es so runter. Später bringt eigentlich ein Pet Battle um die 3% auch im High Level und eine Quest bringt dann so 4%, ne? Und ihr habt das hier eigentlich, wenn ihr die richtigen Pets habt, habt ihr ein Pet Battle zwischen 30 Sekunden und der Minute eigentlich durchgeholzt. Und ich denke mal, für eine Quest braucht ihr länger. Das Schöne ist, wenn ihr mit AE-Pets, es müssen nicht diese XTs sein, das können alle Pets sein, wenn ihr es mit AE-Pets macht, dann könnt ihr nebenbei eine Serie gucken. Das mache ich zum Beispiel sehr gern. Ich schaue irgendeinen, oder ich will irgendeinen Film angucken, ich will irgendwas anschauen. Und nebenbei mache ich immer Pet Battle oder was anderes, spiele einen Char damit hoch, weil ich dementsprechend einfach einmal klick mit dem XT. Der haut seiner eh durch und dann schaue ich dabei die Serie und dann sehe ich, oh, ist fertig, klicke aufs nächste und es geht so weiter. Und das, da kann man gut mit hochleveln. Kann ich nur empfehlen an der Stelle. So, jetzt habe ich einmal den Char hier geswitcht. Und ich würde sagen, wir stoppen jetzt mal mit, wie lange ich brauche. Ich mache jetzt hier mal den Timer an. Ich habe noch keine Fähigkeit gedrückt. Und zwar machen wir jetzt hier mal den Timer an. Wir schauen, wie lange ich für ein Pet Battle brauche. Ich bin jetzt in einem anderen Spot, weil hier Pets sind, die quasi. Wo meine XTs gut gegen sind, ja. Also man kann auch immer gucken, dass man sich halt Viecher sucht, die mehr Schaden gegen einen fressen. Ihr seht, die kriegen hier zum Beispiel wesentlich mehr Damage. Das macht dann halt mehr Sinn, weil die Pet Battles dann auch schneller durchgehen, ja. In dem anderen Spot, wo ich vorhin drüben war, neben dem Schrein, da kann man halt mit Level 1 schon hin und man kann eben zu noch Pets hochleveln, weil der erste Angriff meistens keinen Schaden macht. Dann kannst du ein Level 1 Pet reinhauen und ihr seht, 34 Sekunden, Pet Battle fertig. Hier geht das relativ schnell. Dann kann man theoretisch sogar in 2 Minuten 3 Pet Battles machen. Ne? Ich kann jetzt direkt weiterfliegen zum nächsten. Hier hinten sind ein Haufen und das geht dann relativ zügig. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. So, dann kommen wir zu dem nächsten großen Punkt und zwar zum PvP. Und hier können wir insgesamt drei Dinge machen. Und zwar können wir einmal zufällige Schlachtfelder machen, zufällige epische Schlachtfelder und Geplänkel. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden BGs? Es ist wie im High Level auch. In zufälligen Schlachtfeldern sind die kleinen drin und in epischen sind die zwei großen drin. Heißt einmal hier AV, also Ultrarack Valley, und dann Insel der Eroberung haben wir da. Und ich glaube, ganz im Low Level unter 60 kriegst du Insel der Eroberung gar nicht und dürftest nur Alterac Tal kriegen, aber das Ding geht nicht auf. War 6 Stunden in der Queue im Low Level. Es geht nicht auf. Vergesst es. Ja? Ihr könnt es einfach vergessen. Ihr braucht es gar nicht queuen. Ja? Konzentriert auf die anderen beiden. Und zwar zufällige Schlachtfelder. Das sind die kleinen BGs, wo ihr meistens in 10-Mann-BGs quasi drin seid. Und hier ist es so, dass die BGs im Schnitt eine Viertelstunde dauern, weil sie sind einfach auf eine Viertelstunde gecapped. Wenn ihr einen Ticken früher drin wart, also sprich diese 2 Minuten Vorzeit, teilweise habt ihr dann 1 Minute länger. Kann auch ein Ticken kürzer sein, wenn ihr halt ein angebrochenes reinkommt oder wenn ihr dementsprechend schnell gewinnt, zum Beispiel im Warsong, dass ihr schnell 3 Flaggen durchholzt. Kommt selten vor, aber es kann sein, dann könnt ihr das auch in 6, 7 Minuten durchmachen. Ja? Von e der EP-Warte ist es so, ihr kriegt keine EP, wenn ihr Gegner tötet. Ihr kriegt EP, wenn ihr im BG seid, einfach nach Zeit. Ja? Ich habe so irgendwie 2, 2,5 Minuten, kriegt intervallmäßig dann immer EP rein. Diese EP, ist nicht sonderlich hoch, aber sie ist ganz nett. Ich glaube, so auf 80 rum hatte ich so 7, 8k gekriegt, immer mal wieder. Also theoretisch, wenn du da AFK im BG rumstehst, kriegst du deine EP auch langsam hoch. Wirst aber irgendwann rausgevotet, weil die anderen wollen das nicht, wenn du AFK rumstehst. Dann ist es so, dass die große EP am Schluss kommt. Und zwar durchs Abschließen des BGs. Wenn ihr lost, kriegt ihr natürlich wesentlich weniger, als wenn ihr gewinnt. Hier jetzt nur mal vorab schon mal ein paar Zahlen. Ich habe bei einem Win auf Stufe 31 habe ich 48.000 EP gekriegt, das waren 56%. Und bei dem, nee, das war bei dem Lose. Und bei dem Win habe ich 106k bekommen, das waren 124% vom Level. Und quasi ein Viertel Level habe ich durch den Win gekriegt. Wenn man das vergleicht mit Zahlen aus Dungeons, ist es natürlich im Low Level wesentlich sinniger, Instanzen zu gehen, zumindest im ganz Low Level. Im höheren Bereich sieht es anders aus. Auf 88, 89 war es dann so, dass ich 453k für den Win gekriegt habe. Das war 88%. Und da müsst ihr schon einige Instanzen laufen. Habe ich für einen
für eine Instanz dann nur noch 193.000, also 36% gegangen. Also habe ich mehr als doppelt so viel für ein BG gekriegt als für eine Instanz. Aber ja, nie sogar auf die, von die gleiche Zeit gerechnet. Und selbst der Loose war fast so gut wie Instanz. Also das verschiebt sich dann. Ich werde euch später dann auch noch ein paar Graphen zeigen, wann was sinnig ist. Deswegen kann man nicht sagen, GBG ist, das ist das Beste, sondern du musst wirklich gucken, wo die Graphen sich treffen, wo was am sinnigsten ist, ja. Aber dazu nochmal mehr im Theory-Crafting-Teil. Dann gehen wir zu Arena-Geplänkel. Bei Arena-Geplänkel ist es auch so, Leute töten bringt dir nichts. Achso, eins habe ich vergessen, wenn ihr Flaggen im Warsong durchhaut, kriegt ihr auch EP. Die müsst ihr nicht selber durchbringen, sondern die müssen nur abgegeben, dann gibt es auch EP. Also so manche Bonussachen bringen was, ja. Nur so am Rande, jetzt wieder zurück zum Geplänkel. Und zwar beim Geplänkel ist es so, dass das meines Erachtens das Beste überhaupt ist, weil es konstante EP bringt. Kills bringen dir auch nichts, aber wenn du gewinnst oder verlierst, also sprich die Arena beendet ist, gibt es dann EP. Und zwar hatte ich hier im Low Level auf Stufe 28 so 66k bekommen, sind etwa 10, nee, 66k EP brauchte man, 6,7k habe ich gekriegt, sind etwa 10% bei einem Lose gewesen und bei einem Win habe ich 10 KIP gekriegt, waren etwa 15,5%. Heißt ganz ordentlich, meistens dauert ein Geplänkel eine Minute bis zwei. Ja? Es sind meistens 2 gegen 2, das ist schnell rum, das Ding. Ja? Also 2 Minuten bist du meistens raus. Manchmal kriegt man 3 gegen 3, dann dauert es einen Ticken länger. Und das Schöne ist, Geplänkel bleibt sehr, sehr konstant. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was sehr konstant bleibt. Man kriegt eigentlich dann. Ab so 60, 70 rum immer etwa 10% EP, wenn man gewinnt und etwa 6%, wenn man verliert. Ja, immer ein bisschen mehr als das, aber so grob ist der Richtwert und das Gute ist, klar, 10% EP sind für 1 bis 2 Minuten im Low Level vielleicht jetzt nicht das Allerbeste, aber jetzt überlegt mal auf Stufe 105 oder so, sind 10% EP in einer Minute oder zwei, sind sehr, sehr viel, weil na, du hast noch diesen Progress nach oben und dann kannst du teilweise in 20 Minuten Level machen und das übertriffst du eigentlich sonst nur mit Legion-Invasion. Deswegen großer Tipp dahingehend, mach das. Kleiner Wermutstropfen, ich habe diese beiden Trinkets und deswegen kriege ich diese hohen Werte. Ja. Das PvP gibt wahrscheinlich nur deswegen so viel, weil es nicht ausgelegt ist, dass man nochmal 100% mehr kriegt, also dass jeder 100% mehr kriegt, sondern diese Items, die hatte ich vorhin gezeigt, wo man sie kriegt und wie es bei mir war, was ihr vorher in dem anderen Teil gesehen habt, in dem Rare Heirloom Teil, dass die anscheinend auch jetzt leichter zu erhalten sind. Genau. So viel zum PvP-Teil. Mit Stufe 10 könnt ihr Qn, hatte ich glaube ich schon erwähnt, ich wollte es nicht vergessen. Also sprich auch schon vor Instanzen, wenn ihr sagt, ich möchte möglichst wenig Mobs killen oder questen, sondern nur instanzierte Sachen machen, dann go for it, mach ab Level 10 schon deine Arenen. Dann das nächste, was wir machen können, sind quasi Bonusziele und Bonus-Objectives. Und das geht aber erst los mit Level 80, weil seit Level 80 kann man quasi jetzt in MOP die Bonus-Objectives aufmachen. Das sind so Items wie das hier, die liegen überall rum. In MOP bringen sie sehr, sehr viel EP. Wenn ihr erholt seid, kriegt ihr doppelt so viel. Also wenn ihr einen Mob umhaut und ihr seid erholt, dann kriegt ihr die Mob-EP plus die Erholt-EP quasi doppelt so viel. Und genauso ist es bei den Schätzen auch. Die zählen quasi genauso wie Mobs. Es zählt auch der Bonus von Dings hier drauf, von Einberufen, also sprich von unserem War Mode. Ja, es steht zwar hier dran, dass ihr nur Quests und ihr hier von Mobs töten Dings kriegt. Ich habe es getestet, ihr kriegt sowohl für Pet Battle mehr als auch für Ding. Eigentlich müssten die das umbenennen und sagen, man kriegt für alles mehr EP, außer wenn ihr in Instanzen und BGs seid, weil dann ist der Buff nämlich nicht drauf, dann ist er nämlich weg. Ja. Aber ich habe es getestet, ihr kriegt mehr EP, deswegen auch da anmachen. Genau, also diese ganzen Sachen könnt ihr aufsammeln in MOP. Die gehen auch noch, ihr könnt sie euch auch aufsparen und sie später aufmachen, die bringen später genauso viel EP. Selbiges gilt dann natürlich für Draenor. Und zwar in Draenor ist es so, dass es auch 10.000 Sachen gibt, die ihr hier aufsammeln könnt. Und natürlich auch diese, seht ihr hier, das sind diese Bonusziele. Ihr seht hier, wird angezeigt, ich bekomme 100 19.000 EP, das kann man sogar noch ein bisschen upgraden. Hier seht ihr sogar, da kriege ich für den Kriegsmode sogar nochmal 15% mehr, nicht nur 10% mehr.
Das ist nochmal so ein Goodie. Also ihr seht, das ist ja auch keine Quest, das ist ein Bonusziel und selbst da steht sogar dran, dass ich für den Kriegsmodus, also den War Mode, mehr EP krieg. Empfehlung meinerseits, in MOP die ganzen Dinge aufmachen. Das sind nicht sonderlich viele. Jetzt habe ich es mit dem Char, glaube ich, schon alle weggemacht. Da, wie gesagt, das Add-on Handy Notes, Drainer Treasures draufholen, die alle wegholen. Wenn ihr die weg habt, müsst ihr halt durch andere Wege leveln. Da werde ich aber später nochmal drauf eingehen. Und dann, sobald ihr Stufe 90 seid, einmal hier auf die schicke Insel fliegen, hier ins Wasser gehen, in die kleine Höhle rein, auf den Stuhl setzen, Feuer drücken. Dann werdet ihr nämlich teleportiert. Und zwar werdet ihr nämlich einmal hierhin teleportiert, irgendwo hier auf so eine Insel. Und dann fliegt ihr, wenn dann zum Frostfeuergrad oder zum Schattenmontal und könnt dann einmal eure Garnison bauen. Macht das auch, baut die Garnison einmal auf. Und dann sammelt die ganzen Items hier auf. Und bitte, tut mir einen Gefallen, schaut, dass ihr, bevor ihr Level 100 hittet, alle Bonusziele, das sind diese hier, die so viel EP bringen, in den ganzen Gebieten weghaut. Es ist nämlich so, dass die Bonusziele ab Stufe 100 dann keine, beziehungsweise fast keine EP mehr, also die bringen weniger und extrem weniger, dann bringen die nicht mehr 100.000, sondern nur noch 10.000, ja, oder 7.000 dann, also es lohnt sich dann nicht mehr, weil da muss man relativ viele Mobs töten. Die Bonus Objectives, die hier, bringen über 100 weiter EP. Es geht zwar auch minimal runter, aber dann bringen sie halt nicht mehr auf 101, bringen sie dann nicht mehr 30k oder 25k, je nachdem wie viele Erbstücke ihr habt, sondern nur noch 24k, 1k weniger oder so. Immer noch total worth es, die Dinger zu holen, ja. Aber die anderen, die gehen extrem runter. Deswegen gucken, die als erstes holen. Genau. In Dings hier gibt es auch solche. Und zwar gehen wir dann weiter zu Leechen. Und zwar ist es hier auch so, dass ihr diese Kisten ab da bringt, aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, manche bringen EP relativ wenig, irgendwie nur 11.000. Ja? Wenn ihr erholt werdet, natürlich das Doppelte, aber 11.000 ist der Grundwert, beim anderen ist 20.000, 25.000 der Grundwert. Ja? Und es bringt irgendwie nur jedes fünfte, sechste, siebte bringt nur EP. Also ich habe noch nicht rausgefunden, welche EP bringen, welche nicht. Da müsste man mal alle abfliegen. Es ist komisch. Hier gibt es auch Bonusziele, die ihr machen könnt. Es gibt Karten, wo alle Bonusziele drauf sind. Die zeigen euch aber einen Haufen Bonusziele an, die ihr freiquesten müsst, die erst kommen, wenn quasi ihr sie freigequestet habt. Ich mach's jetzt mal so und zeig euch die in Leechen, die könnt ihr ab 108, ab 98 quasi machen. Ich würde euch empfehlen, die aber erst ganz am Ende zu machen, wenn ihr alle Schätze in Dings ausgebuddelt habt. Werde ich aber später auch nochmal was zur Chronologie sagen, wann ihr was machen sollt. Ich will euch bloß zeigen, wo die Dinger sind. Und zwar fangen wir in Asuna an. Das erste ist einmal hier. Dann haben wir hier eins und dann haben wir hier eins. In Valshara haben wir hier eins. Nehmt hier bitte die zwei Quests an, die kommen. Dann habt ihr hier eins und ihr habt hier oben eins. Im Hochberg habt ihr... Boah, blöd, dass ich die Maps nicht erkundet habe. Ich bin jetzt am überlegen, wir switchen jetzt einfach mal auf meinem Dudu. Der hat nämlich die Maps erkundet, ja. Genau, dann kann ich es nämlich euch besser zeigen. In Hochberg haben wir hier eins und hier eins. Und im Sturmheim haben wir nur zwei. Und zwar haben wir hier um die Statue eins rum. Und hier am Strand haben wir eins rum. Und natürlich Invasionen, wie sie hier kommen, immer mitnehmen. Ist eh selbstverständlich. Braucht man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Vielleicht das Ganze dann auch einmal noch gezeigt in Draenor, wo ihr hier welche habt. Und zwar als Allianzler habt ihr hier eins, hier und hier. Dann in Gorgrond. Ich kann die ganze Map eigentlich anmalen. Ich glaube, hier runter und hier hoch, ihr lauft 2 Meter und es sind nur Bonusziele. Es sind nur Bonusziele. Also das Zeug ist zugeschmissen. Kleine Info, hier die paar Quests am Anfang machen als Allianzler. Als Hordler kann man auch hier die Quest machen und sich quasi dann diesen Schredder holen, weil mit dem Schredder werden noch extra Bonusziele freigeschaltet. Außerdem ist der relativ stark, um hier Mobs zu bekämpfen. Ihr müsst hier ein paar Quests machen, dann werdet ihr irgendwann hier weitergeschickt bis zum Lager und dann kriegt ihr den Schredder. Dann nicht weitermachen, sobald ihr ihn habt. Ihr müsst quasi Sägemühle, müsste das sein, auswählen. Ne? Das als kleiner Tipp am Rande. Genau, also Gorgrond, wirklich arsch viele. Vielleicht jetzt in anderen Gebieten, wo nicht so viele sind, haben wir gleich hier am Anfang eins. Dann ist hier oben eins, dann ist hier
Ne, hier unten eins und dann haben wir hier oben noch eins, in wo man auch so quasi in den kleinen Tunnel reingehen muss. Und in Spitzen von Arak ist hier oben eins, hier ist eins runter. Ich glaube, das waren drei. Ich habe bestimmt jetzt eins vergessen. Könnt mir gerne in den Kommentaren dann berichtigen. In Nackrand haben wir hier eins, dann hier haben wir eins und hier unten und sonst, ich glaube, es waren drei, die man ohne Questen bekommen hat. Und im Feuergrad hat man als Allianzle, glaube ich, nur das hier und als Hordler hat man quasi hier oben nochmal eins mehr. Und sonst, die anderen waren, glaube ich, auch beim Questen. Und wie gesagt, Gorgrund, da habt ihr hier die Linie und hier die Linie quasi so im V. Könnt ihr euch zuschmeißen mit Bonusziele. Das sind irgendwie 8 oder 9 Stück, die man hier drin hat. Also da sind verdammt, verdammt viele. So, dann möchte ich noch auf zwei Sachen eingehen. Und zwar gibt es noch zusätzlich Möglichkeiten, EP zu kriegen. Und zwar gibt es Missionen, die EP bringen. Und zwar sowohl in Legion als auch in Draenor. Es gibt, wenn ihr euch die Garnison freispielt, gibt es Missionen, die kosten Garnisonsressourcen, so rum, und die schickt ihr los und bekommt EP. Die habe ich natürlich jetzt hier mit dem Char nicht und ich glaube mit dem anderen habe ich auch keine, weil ich die Dings noch nicht hochgebastelt habe, die Garnison. Da muss man halt ein paar Anhänger investieren und dann kriegt man diese Mission und die Garnisonsressourcen kriegst du ja eh vor der Garnison for free und kannst dann einfach immer einloggen, diese EP-Missionen losschicken. Das sind, glaube ich, 40, 50.000 EP, was du pro Dings kriegst. Und dann quasi am nächsten Tag wieder einloggen, wieder Dinger losschicken und Ding. Also da musst du immer nur 10, 20 Sekunden einloggen und die Sachen losschicken und kommst langsam ein Level hoch. Das kann man machen, wenn man den Char nicht schnell hochleveln will, wobei WoD durch die Schätze eh das schnellste Ding ist, EP zu machen. Also wenn man wirklich seine Zeit ganz, ganz, ganz effizient nutzen will, dann kann man das machen und es einem quasi nicht interessiert, wie lange es braucht, insgesamt, also von Tagen her den Char hochzumachen. Dann kann man das machen. In WoD quasi in der Garnison geht es von, bis man halt die Anhänger dementsprechend hat, die Missionen loszuschicken, 90, 91 bis 100 quasi. Und in der Ordenshalle ist es dann von 100 quasi bis auf Stufe 110. Mittlerweile ist es ja auch so in der Ordenshalle, dass man relativ viele Ordensressourcen über Missionen kriegt, um jetzt hier vielleicht das nochmal zeigen zu können. Es gibt ja keine Goldmissionen mehr, sondern es gibt Ordenshallenressourcen, Ressourcenmissionen quasi. Ihr müsst nicht mehr diese Ressourcen farmen, sondern ihr kriegt sie durch die Missionen an sich. Also ja, es versorgt sich quasi selber, das System dauert aber trotzdem viel länger, als wenn ihr aktiv quasi am Level arbeitet. Das bloß am Rande. Diese Mission habe ich selten bis nie genutzt, weil die anderen Sachen so schnell gehen, dass es für mich es nicht rentiert. Wenn ihr die Zeit anderweitig nicht investieren wollt und euch das auf ganz langsame Möglichkeit das machen wollt, dann go for it, ne? Ich glaube, am zeiteffizientesten ist es auf jeden Fall, es dauert halt. Genau. Und dann das Letzte, was ich noch drauf eingehen wollte, ist Leveln über Erze Kräuterkunde aufsammeln. Ich habe das mal ein bisschen getestet. Und zwar, ich kann euch sagen, bevor ihr nicht fliegen könnt, lasst da die Finger weg davon, ja? Also Erzekräuter immer mitnehmen, ist eine schöne Sache, ja? Das solltet ihr auf jeden Fall tun, aber nur in die Pampa rumlaufen und Erzekräuter sammeln, das rentiert sich nicht, ja? Ich habe hier mal ein bisschen was getestet und zwar, ich bin jetzt hier eine Farmstrecke in einem OP mit einem Char abgeflogen und habe ein Level damit gemacht. Und zwar bin ich hier einmal so die Farmstrecke hier abgeflogen, die man früher auch schon kannte, quasi um Erze zu farmen. Es macht auch ein bisschen Gold, kann man machen. Ist auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also ich würde sa fast sagen, dass man an die Zeit vom Questen rankommen könnte. Andere Sachen sind aber, denke ich mal, effektiver. Zudem ist vielleicht auch wichtig zu sagen, auch Erze und Kräuter skalieren wie Mobs. Das heißt, wenn ihr erholt seid, kriegt ihr die doppelte EP. Solltet ihr krass erholt sein und schnell irgendwie grinden wollen hier an Erzen, könnt ihr das machen. Es ist nicht ganz schlecht, aber es ist sicher nicht das Effizienteste. Und wie gesagt, solange ihr nicht fliegen könnt und vor allem das schnelle Fliegen nicht habt, lasst da die Finger von. Ihr wollt nicht auf dem Boden rumlaufen und mit dem Mount noch gegen 5 Mobs kämpfen, dass ihr an Erz rankommt. Außer es liegt natürlich eh auf eurem Weg. Das nur am Rande, dass wir hier alles beisammen haben. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ob ihr noch irgendwelche anderen EP-Methoden kennt. Ich kann vielleicht nochmal auf eins eingehen. Ich habe
gesehen, dass auch im Low-Level, also dass auch in Gebieten wie zum Beispiel dem Steinkrallengebirge, hatte ich gesehen, gab es Kisten, die EP bringen. Und zwar auch nicht schlecht EP. Also genauso wie in MOP und WOD, wobei das sind Kisten, die immer wieder spawnen an Gebäuden. Die kann man aufmachen. Vielleicht würde es Sinn machen, sich da mal ein Handy-Notes-Ding zu holen und die zu grinden. Ich kann euch aber noch nicht sagen, weil ich selber noch nicht getestet habe, ob das eine effiziente Methode ist. Das weiß ich schlichtweg nicht. Müsste man noch testen, werde ich vielleicht später mal irgendwann noch ein Video zu machen. So, dann kommen wir jetzt zum mittlerweile 12. Punkt, und zwar zum Theory Crafting. Und wenn ihr das Video bis hierher geguckt habt, seid ihr wahrscheinlich genauso durch wie ich jetzt. Weil ich bin jetzt seit 5, 6 Stunden am Video aufnehmen und basteln. Und die, glaube ich, die letzten 2, 3 Tage habe ich diese Daten gesammelt. Und das war auch relativ aufwendig. Ich weiß, der eine oder andere mag jetzt sagen, es sind zu wenig Daten und man kann da nicht diese Schlüsse ziehen, die ich jetzt hier schließe. Ich weiß, es sind viel zu viele Variablen drin, aber das, was ich aus den Daten herausziehen kann, möchte ich euch jetzt zeigen und möchte ein bisschen drüber reden und gerne mit euch auch in den Kommentaren diskutieren, ob ihr vielleicht Sachen anders seht, andere Sachen festgestellt, wahrgenommen habt. Gerne damit her. So, jetzt erstmal zu den Daten, die ich aufgenommen habe. Die stammen alle aus den letzten 2, 3 Tagen, also sind alle 8.0 Daten oder 8.0.1, irgendwie sowas. Ja, egal. So, ihr seht, ich habe hier verschiedene Daten einmal, auf die ich jetzt dann gleich alle eingehen werde, beziehungsweise auch hier einen Graphen. Den Graphen werden wir am Schluss gucken, beziehungsweise werde ich immer mal wieder ein bisschen verweisen. Als allererstes habe ich nämlich hier Daten von Instanz-Runs getestet. Und zwar habe ich geguckt auf verschiedenen Level, 29, 70, 73, 89, 108, 43, also das, eigentlich sollte das hier oben hin, aber sonst hätte es mir meine ganzen Formeln hier verhauen, deswegen habe ich das dann nochmal umgebastelt. Ich habe dann erstmal berechnet, wie lange etwa eine Instanz dauert. Wohlgemerkt, das ist mit Random-Gruppen. Ich habe einfach random reingequeued. Es waren Dungeon-Runs dabei, wo wir x-mal gewiped sind. Es waren Dungeon-Runs dabei, wo wir schnell durchgelaufen sind. Wenn ihr natürlich eine Pre-Made-Supergruppe habt und in 10 Minuten oder in 8 Minuten Instanz durchlauft, dann kann das sein, ja? Bloß das hier sind Werte aus Random-Gruppen quasi. Ich habe etwa festgestellt, eine 0815 Dungeon Run dauert 16 Minuten, jetzt auf die 6 Runs, die ich hatte. Dann habe ich geguckt, was ich an EP kriege, beziehungsweise habe halt geschaut, wie viel die Vergleichs-EP ist und dann prozentualen Wert errechnet. Und ihr seht hier, im Low Level auf Stufe 29 habe ich für einen Dungeon 146% von einem Level gekriegt, also eineinhalb Level quasi. Und hatte aber zwei Quests drin, a 8000 EP. Und ja, das ist immer vielleicht so ein kleiner Referenzwert, wie viele Quests hatte man schon oder hatte man keine Quests drin in der Instanz. Genau. Dann auf Level 70 habe ich quasi dann an Abschluss bzw. insgesamt Instanz-EP 283.000 von 330.000 gekriegt, sind 84%. Und ich hatte auch drei Quests einmal drin gehabt. Und ihr seht schon, es geht hier langsam runter. Dieser Wert gehört eigentlich hier zwischen rein einmal. Und das war auch eine Instanz, wo ich keine EP hatte. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr kurze Instanz. Deswegen hat die im Verhältnis weniger EP gebracht. Eine Anomalie haben wir hier drin. Und zwar, das ist diese Instanz hier, die fast 300.000 EP gekriegt hat. Ihr seht, auch alle Instanzen drüber, die war auf Level 70, alle Instanzen drüber bringen weniger EP. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir sind in der Instanz auch ein paar Mal gewiped. Wir waren hier auch 28 Minuten drin, das war Halle der Steine. Mir schienen die Mobs relativ krass zu sein und dafür haben aber manche Bosse recht viele EP gebracht. Ein Boss hat irgendwie 50.000 EP gebracht und der andere Boss hat 2.000 gebracht. Also teilweise ist das System noch nicht so hundertprozentig, ne? Eigentlich müssten ja die Bosse ähnliche EP-Werte bringen. Deswegen haben wir hier eine Anomalie. Ihr seht hier auch den Graphen. Der sollte wahrscheinlich eigentlich so eine schöne Kurve nach unten geben. Hier haben wir diese Instanz drin, die haut mir quasi diese Kurve, diese schöne Kurve, die ich eigentlich hätte, haut mir die kaputt. Vielleicht ist das nur diese eine Instanz, die so viel bringt. Die Quests haben halt auch relativ viel gebracht, 3x 17.000, das ging dann auch nochmal ganz gut nach oben. Aber ihr seht, Instanzen sind im ganz Low Level das Beste, weil ihr um Level 20 rum, 15 rum, kriegt ihr 2, 3 Level sogar für eine Instanz. Da seid ihr irgendwo hier hinter. Da hatte ich aber nicht genug Daten, weil ich keine so Lone Chars mehr hatte. Aber aus Erfahrungswerten kann ich euch sagen, dass das wirklich richtig viel bringt. Ja? Dann gehen wir mal weiter zu den BGs. Hier hatte ich auch wieder in ähnlichen Level Brackets das gemacht. Natürlich sind meine Chars immer auch ein bisschen aufgestiegen und ich habe schon 67 Level 110er Chars, also das waren die letzten Chars, die ich noch irgendwo in der Levelstrecke hatte, um das quasi hier testen zu können. Deswegen sind teilweise auch Char oder Level-Werte
Werte ein bisschen krumm, weil ich halt einfach das nehmen musste, was ich hatte. Genau. BGs kann man etwa sagen, wie ich vorhin schon im vorigen Teil angesprochen hatte, etwa eine Viertelstunde. Ja, das sind die kleinen BGs, große, wie gesagt, bin ich nicht reingekommen. Und hier spiele ich mit allen Heirloom-Items, heißt, ich habe plus 155% wegen den beiden Trinkets, die ich vorhin erklärt hatte, wie ihr die bekommt. Ich hatte hier auf Level 30 rum für den Lose 56%, 124 für den Win, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Und Viertelstunde ist jetzt, wenn man es mit den Instanzen vergleicht, eigentlich eine relativ schicke Sache. Zumal die Instanzen verlieren, wie ihr hier beim Graphen seht, sehr an EP im Vergleich zu, oder an prozentualer EP besser gesagt, im Vergleich zu anderen Sachen. Und die BGs scheinen zwar auch, das sind auch davon betroffen, das sind hier diese orangen Punkte. Da habe ich natürlich nicht in jedem Level Bracket 1, deswegen sind die Punkte nicht verbunden. Scheinen die nicht so anfällig zu sein. Übrigens habe ich hier Durchschnittswerte, das ist jeweils von einem Lose und einem Win. Und genau die Werte hatte ich. Ich habe drei Wins, drei Loses und dann habe ich genau die Durchschnittswerte genommen. Das hier ist übrigens auf eine Stunde hochgerechnet. Das sind alle EP-Methoden auf eine Stunde hochgerechnet. Und auch wieder da, ich habe bestimmte Parameter genommen, Variablen, die man so und so nehmen könnte, dann würden sich die Kurven wieder verschieben. Das ist mir durchaus bewusst, aber nur um einen groben Überblick zu haben, dient das hier. Genau. Ich habe nämlich, also hier, den Wert habe ich quasi genommen für eine Instanz durchschnittlich hochgerechnet, 15 Minuten für ein BG, was hinkommt. Theoretisch hat man sogar teilweise schnellere, weil unter den 15 Minuten kommt man, wenn man das BG vorabschließt, zum Beispiel die Flaggen schneller macht, in Arati die Punkte schneller vollfarmt oder wenn man in den BG mitten reinjoint, ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, weil die große EP ist die NTP. Das ist genauso wie bei Dungeon, wenn du im Dungeon vom Endboss reinjoinst, Jackpot, weil die Mobs bringen kaum was, NTP, go for it, ja. Also das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Gut, dann habe ich das nächste getestet und zwar habe ich Arenen getestet. Auch wieder volles Heirloom-Gear, also 155% extra, insgesamt 255% mit den 100% Baseline, die man ja sowieso bekommt. Ähnliche Level-Brackets wie oben. Ich habe getestet mit Lose und Win und ihr seht hier die EP-Zahlen. Eigentlich sind nur die Prozentzahlen interessant, weil ne, man startet hier quasi im Low-Level mit 10%, das geht dann relativ schnell runter. Das ist wie mit allen Methoden. Am Anfang braucht man einfach viel weniger EP, als man später braucht. Und dementsprechend levelt man auch die ersten paar Level am schnellsten. Ich denke mal, das dürfte jedem klar sein, der schon mal 1-2-Chars gelevelt hat. Das Interessante ist aber, der EP-Verfall ist bei Arena fast nicht gegeben. Der ist am geringsten. Und zwar am Anfang hat man natürlich auch nochmal höhere Werte, wie ihr hier seht. Für den Win 10, für den Lose 10%, für den Win 15%. Dann geht es auf 7 und 12. Und dann seht ihr, hier mit 60, wahrscheinlich ist es, mit 70, wahrscheinlich ist es schon um die 60 rum, bloß hatte ich da keinen Charme mehr. Ist es so, dass man auf 6% hier etwa bleibt und hier etwa bei 11 bis 10% bleibt. Und das droppt nicht mehr wirklich runter und das seht ihr hier auch. Das bleibt relativ konstant hier. Alle anderen Sachen gehen eher in den Keller und das bleibt sehr, sehr konstant. Pet Battle bleibt auch relativ konstant. Es startet sehr hoch, geht in den Keller und bleibt dann auch sehr konstant. Geht ähnlich, das ist dann hier dieser braune quasi, geht ähnlich wie die Arena Loses. Man müsste eigentlich noch einen Graphen einfügen, der hier mittig läuft, ne, der genau mittig läuft, wo überraschenderweise die BG-Geschichte läuft. Für einen Durchschnitt, weil grün ist Arena Win und das ist, wenn du nur Loses hast. Also nur Loses, nur Wins. Und du siehst ja, selbst wenn du in Arena nur verlieren würdest, ist es so, dass du über den meisten anderen Sachen bist. Und mit dem Gewinn bist du weit drüber. Hier habe ich, vielleicht um die Werte zu sagen, hier habe ich gerechnet, dass eine Arena 2 Minuten dauert. Ich habe nicht gerechnet, das muss ich ausdrücklich sagen, ich habe quasi gerechnet, dass man die ganze Zeit hier Arenen hintereinander macht, ist gleich wie bei Innis, also die Downtimes sind nicht gerechnet, wobei du in den Downtimes, wo du nicht in einem Dungeon bist, nicht in einer Arena bist, nicht in BG bist, du ja immer Pet Battle machen kannst oder normal questen oder Mobs grinden. Deswegen habe ich diese Zeit nicht, also man könnte sie auch so sehr schwer rausrechnen aus der Rechnung, weil man ja immer in der Downtime was anderes machen kann. Deswegen jetzt wirklich nur immer die Aktivzeit in dem jeweiligen gerechnet. Wie gesagt, hier mit 2 Minuten gerechnet, denke ich mal ein ganz guter Durchschnittswert. Ich hatte Arenen, wo ich nach einer Minute draußen war. Da joint man, also immer kurz vor, nachdem man nicht mehr joinen kann, reinjoinen, dann ist man etwa 20 Sekunden in dem Vorraum und dann in 30 Sekunden kann man 2 gegen 2 die anderen überrollen. Das funktioniert oder man wird halt überrollt. Ne? Das funktioniert.
Nach 2 Minuten ist meistens aber Schicht im Schacht. Im Zweier sind nämlich keine Heiler drin. Ab und an kommt man ins Dreier-Bracket. Im Dreier-Bracket können die Kämpfe länger dauern. Da habe ich auch schon 5, 6 Minuten Kämpfe gesehen. Das gibt's. Aber ich hatte sehr, sehr selten Dreier. Ich glaube, vielleicht jeden 10. Kampf hatte ich vielleicht einen Dreierkampf gehabt. Das ist immer dann, wenn sich Heiler anmelden, weil Heiler können nicht ins Zweier kommen. Genau. Also, selbst wenn ihr Heiler spielt, meldet vielleicht bitte als DD an, weil sonst macht ihr bloß einen Dreier auf, dann habt ihr den Heiler gegen euch und diese Kämpfe dauern länger. Sie bringen nicht wenig mehr EP, außer ihr sagt, ich wollte unbedingt Heiler in der Arena testen und ausprobieren, schon im Low Level, dann macht das, aber fürs effiziente Leveln ist das nichts. Ja? Muss man ganz klar sagen. Also weiter im Text. Um vielleicht festzustellen, Arena ist das, was am konstantesten bleibt und bringt auch sehr, sehr viel EP, vor allem mit diesen Trinkets. Und vor allem, ihr müsst rechnen, ihr kriegt immer 10%. Ihr macht 10 Arenen, 20 Minuten, wenn ihr jetzt nur die Dingszeit nimmt, und seid ein Level up. Ja? Und das auch auf Level 109, auch auf Level 105. Und 10% in 2 Minuten ist im Low Level nicht viel, aber auf 80 plus ist das ein Haufen Zeug, weil ihr durch Dungeons da wesentlich weniger machen werdet. Genau. Dann habe ich mir Pet Battle angeguckt. Das hatte ich ja euch vorher auch gezeigt. Ich habe hier für ein Pet Battle eine Minute angesetzt. Ihr habt vorhin gesehen, ich habe, glaube ich, in 35 Sekunden Pet Battle gemacht. Gut, ihr müsst zum nächsten Viech fliegen und solche Sachen. Ich denke mal, mit einer Minute ist immer ganz gut drin. Ja, ist so ein bisschen schlechter angesetzt, als man vielleicht im Optimal gehen könnte. Und ihr seht hier auch, es startet relativ hoch, fällt aber dann ab und es bleibt dann hier relativ konstant. Also mit den 2%, 2 bis 3%, was ihr kriegt, eher 3%, wir sind bei 2,80, 2,85, ist man gut dabei. Warmo zählt auch mit rein. Andere Buffs kann man je nachdem auch stacken, dass man für Pet Battle mehr kriegt. Und man kann theoretisch nebenbei auch Pets leveln. Dann würde ich sagen, dauert es vielleicht wirklich die Minute, dass man die man braucht. Man hat dann aber Pets, die auf 25 sind und könnte die theoretisch auch noch verkaufen und einen größeren Goldbetrag erzielen. Aber es geht jetzt hier nur ums Leveln an sich. Genau, hier hat man auch wieder die Prozentwerte einmal, dass ihr das ein bisschen mit vergleichen könnt. So, dann habe ich noch Interesse halber Quests mit draufgeschrieben und hab quasi ausgerechnet, was das prozentual bringt. Quests droppen auch ziemlich. Ich habe jetzt hier mal gerechnet, man braucht 2 Minuten für eine Quest. Mag der ein oder andere sagen, er kriegt das viel kürzer hin. Muss aber immer rechnen, ihr müsst Wege laufen, ihr müsst zu den Gebieten kommen und dieses ganze Zeug. Und meistens, ihr nehmt eine Quest 1 wo an, lauft irgendwo eine Strecke hin, schon mal 20, 30 Sekunden, die gleiche Strecke müsst ihr wieder zurücklaufen, müsst 10 Mobs töten. Es gibt bestimmt Punkte, wo du 5 Quests annimmst, eine Runde läufst und in 3 Minuten zurück bist, alle abgibst, dann stimmt das natürlich hier nicht. Aber es gibt auch Dinger, wo du 2 Quests annimmst, wie gesagt, Minute hin, Minute zurück und dann ewig 5 bis 10 Minuten Mobskills, die nicht spawnen und so. Deswegen, ich denke, mit 2 Minuten sind wir einigermaßen okay. Ja, wie gesagt, es sind so viele Variablen, dass man eh den Graphen nicht zu 100% ernst nehmen kann. Das ist mir durchaus bewusst. Wie gesagt, nur ein grober Richtwert an der Stelle. Genau. Dann habe ich hier unten das alles mal auf eine Stunde hochgerechnet, wo sich auch quasi mein Graph raus berechnet. Und da seht ihr dann quasi die Level, also das sind jetzt hier 5 Level, 2 und dann geht das hier runter. Das sind dann halt die Berechnungswerte, die ich einmal genommen habe. Ist aber schöner oben an dem Graphen quasi einmal abzulesen. Und was ich hier noch zusätzlich mit reingenommen habe, sind WoD-Bonus-Events. Und zwar sind das die Bonus-Objectives und die Bonus-Ziele. Und hier habe ich einen Char gelevelt. Ich habe den Referenzwert genommen, der Char war 102, war nicht mehr erholt. Der Erholt-Bonus war weg. Und ich habe den Warmode angehabt, den Warmode hatte ich an, plus das Fläschchen aus der Garnison, ne? Das denke ich mal, dürftet ihr kennen, was auch 20% bringt. Und dann dementsprechend habe ich für die 10 Level 3 Stunden gebraucht. 3 Stunden für 10 Level. Ich habe nur Bonusziele gemacht und WoD-Sachen aufgemacht, also von 92 bis 102 damit gelevelt. Heißt etwa 3,3 Level pro Stunde und das kann man dann auch weitermachen mit ein wenig geringerer Effizienz. Der Balken müsste eigentlich einen Ticken runtergehen. Dann weiter in Warlords of Draenor quasi fast bis 110 hoch. Ich würde aber empfehlen, Legion-Invasionen mitzunehmen und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, die Bonusziele auch in WoD mitzunehmen, denn diese Bonus-Objectives in
in WoD werden langsam ein bisschen schwächer, ne? Also man sollte auch die Bonus-Objectives im Legion dann mit einstreuen, genau, um dann das Maximale am Level rauszuholen. So, jetzt habt ihr es bald geschafft. Wir sind beim finalen Punkt und zwar Punkt Nummer 13, der Level-Empfehlung. Ich bin zwar kein Fan davon, jemanden vorzuschreiben, mach das, mach das, mach das, das ist das Beste, es gibt kein anderes. Ich hatte euch ja in den vorherigen Punkten schon gezeigt, im Theory-Crafting bzw. den Level-Methoden, was man alles machen kann bzw. wie effizient was ist. Jetzt kommen wir dazu, es ein bisschen aufzudröseln und zu schauen, was ihr ab welchem Level am besten machen solltet. Als allererstes erstellt ihr euch einen Char und seid quasi hier einmal, jetzt fiktiv angenommen, im Nordhaintal. Hier ist es so, dass ihr die ersten zwei, drei Quests auf jeden Fall mitnimmt. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr einmal hier den Murloc farmen bzw. einmal als Hordler dann nach Durotar geguckt, den Wasserelementar farmen oder den hier unten machen, je nachdem, was euch lieber liegt. Nur als Klassen aber, die Dotten können, Hexenmeister kann ich empfehlen, Shadowpriester, eine Eule ist nicht schlecht und oder Druid im Allgemeinen, weil ihr habt ja die Skills noch nicht, um irgendwas zu skillen. Und Hunter kann man auch noch vertreten. Die meisten Klassen haben zu dem Zeitpunkt keiner E und deswegen macht es dann ohne Dots quasi keinen Sinn, möglichst viele Mobs zusammenzuziehen und zu grinden. Mit allen anderen Klassen ganz normal weiter questen und hier auch in Goldhain questen, bis ihr Level 10 seid. Sobald ihr Level 10 gehittet habt, könnt ihr BGs und Arena queuen. Ich würde euch empfehlen, macht das, queut sowohl Arena und BGs und zieht diese durch bis Level 15. Nebenher könnt ihr natürlich, wenn dann weiter grinden, wenn ihr das eh schon gemacht habt, oder ihr questet einfach ganz normal weiter hier in eurem Startgebiet. Für Horde das gleiche parallel auf dem anderen Kontinent im Startgebiet weiter questen. Sobald ihr Level 15 gehittet seid, könnt ihr Instanzen anmelden. Instanzen, wir haben das vorher auf dem Graphen ja schon ein wenig gesehen, sind am Anfang eins der effizientesten Methoden und ihr könnt quasi durchgehend mit Instanzen hochboxen. Was eine Methode ist, die ihr dann zwischenrein machen könnt, also quasi zwischen den Instanz-Queues könntet ihr, wenn dann weiter questen, oder ihr nehmt den MOP Pet Battle-Tipp, den ich euch vorher gezeigt habe, und macht hier zwischendrin Pet Battle. Denn auch Pet Battle ist im Lone Level noch sehr, sehr effizient und ihr seht, teilweise ist es hier sogar über unseren anderen Geschichten, ne? Ihr müsst sehen, klar, der Levelpunkt kann ein bisschen höher, niedriger sein, je nachdem, was ihr für eine Instanz habt. Aber Pet Battle ist hier sehr, sehr hoch angesetzt und auch in meiner Berechnung höher als Questen. Deswegen als Filler würde ich fast überlegen, ob ich nicht das Pet Battle-Ding mache. Dazu sei aber vorausgesetzt, dass ihr natürlich ein paar Pet Battle-Viecher habt und euch auch quasi drauf einlassen wollt, weil es ist auch immer eine Sache, auf was man Bock hat. Wenn man natürlich sagt, ich will effizient leveln, aber nicht um jeden Preis und dann langweiliges Pet Battle machen, wo ich keinen Bock drauf habe, dann macht es lieber nicht, questet lieber zwischendrin oder grindet. Ich würde Instanzen empfehlen, etwa bis Level 30, 35, 40 vielleicht, das kann man jetzt nicht hundertprozentig festmachen, ist es eins der effizientesten Sachen. Danach droppt es runter und Arena-Geplänkel wird dann quasi den ersten Platz einnehmen, beziehungsweise BGs, weil man ja immer hier den nur Win im Graphen hat und hier nur den Lose als gelben und ja, hier BGs quasi zwischendrin skaliert. Die beiden würde ich dann anmelden. Man kann natürlich zusätzlich Dungeons melden. Es geht, dass man gleichzeitig eine Arena, ein Dungeon und ein BG anmeldet. Wenn ihr das machen wollt, die Abwechslung sucht, macht das. Ihr müsst bloß wissen, wenn ihr natürlich mit einer Gruppe anmelden wollt, sowohl BG und Arena und dann noch Dungeon, wird es halt schwierig, weil ihr dann vielleicht zu groß seid für die Zweier-Arenen, weil ihr wollt definitiv auf die Zweier-Arenen gehen, nicht auf die Dreier, weil die einfach länger dauern und nicht mehr EP bringen. Ja? So als Hinweis. Ich würde spätestens ab ja, Level 70 keine Instanzen mehr machen. Allerspätestens ab 80. Ihr kriegt dann teilweise nur noch ein Drittel Level und teilweise noch weniger für eine Instanz und es lohnt sich nicht mehr. Geht dann wirklich auf die Arenen. Ihr seht, wenn ihr gewinnt, habt ihr hier drei Level in der Stunde quasi. Wenn ihr verliert, sind es etwa zwei. Ihr werdet irgendwo dazwischen sein und es geht einfach irre schnell. Am besten streut ihr zwischenrein Pet Battle ein. Das ist eigentlich effizienter als Questen sogar. Oder wenn ihr gerne questet und da wirklich effizient seid, schnell seid, dann macht die Quests weiterhin als Filler rein, wobei die Arenen eigentlich im 2-Minuten-Takt aufgehen. BGs kann man auch empfehlen.
Auf jeden Fall, sobald ihr Level 80 seid, könnt ihr einmal rumfliegen und in MOP die Bonushof-Checktests aufmachen. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Holt euch Handy-Notes dafür, sammelt einmal die kompletten Bonushof-Checktests auf und ja, weiter dann wie gehabt über BGs bzw. Arenen-Leveln. Könnt zwischendrin, wie gesagt, Pet Battle und Questen machen, je nachdem, was euch dahin besser zusagt. Sobald ihr auf Stufe 100 kommt, solltet ihr einmal den kleinen Trick benutzen, den ich euch auch schon mal gezeigt habe, über die Timeless Isles, dass ihr quasi das Start-Event von Warlords of Draenor einmal skippt. Und zwar ist es hier so, dass ihr, wenn ihr auf die Timeless Isles geht, die befinden sich hier unten, einmal in diese Höhle hier reinschwimmt, also ihr müsst erstmal ein bisschen unter Wasser, in die Höhle reinschwimmen, auf den Stuhl setzen, aufs Feuer klicken, hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, und dann kommt ihr quasi einmal in Warlords of Draenor raus und fliegt dann von dem Punkt hier im Gorgrond einfach in eine von euren Garnisonen, also als Hordler zu Horden-Garnison, als Ally zu Ally-Garnison. Ich habe es schon mal falsch rum gemacht, deswegen sage ich das, manchmal ist man ein bisschen verwirrt. Deswegen hier an der Stelle nochmal die Information, dass ihr gucken solltet, welche Fraktion ihr seid. Macht bitte die Garnison-Quest. Ihr habt erstmal den Ruhestein und als zweites habt ihr, wenn ihr weit genug questet, diesen Extra-Button. Das ist bei beiden Fraktionen so, dass ihr hier bei der Allianz eine Tusse retten müsst und bei der Horde müsst ihr hier in der Höhle so einen Typen retten und dann kriegt ihr diesen Extra-Button und mit dem könnt ihr die Bonusziele ein wenig schneller machen. Dann geht ihr her, sobald ihr das gemacht habt und fangt an, keine Quests oder irgendwas anderes zu machen, sondern ihr macht einfach nur die Bonus-Objectives, also diese kleinen Sachen, die ihr aufsammeln könnt, und ihr macht die Bonusziele. Ja? Also sammelt alles auf, was nicht bei drei auf dem Baum ist, dass ihr am besten vor allem die Bonusziele wegbekommt, bis ihr quasi Level 100 seid. Also sprich, diese Bonusziele, wo ihr kille hier 10 Mobs, sammelt da 5 auf, das Zeug. Das solltet ihr wegmachen. Ich habe euch vorhin auch schon beim Vorstellen der Level-Methode gezeigt, wo die alle sind, sowohl in WoD als auch in Legion dann. Sobald ihr 110 dann hittet, ist es so, dass ihr am besten weiter die Bonus-Objectives macht. Und zwar, wenn ihr einen Warmode anhabt, vielleicht noch einen Buff oder so, dann kommt ihr damit eigentlich auf Stufe 105. Ja? Dann, sobald ihr das gemacht habt, Inversionen, falls sie ab sind. Und ihr solltet gucken, dass ihr dann die Bonus-Objectives in Legion aufmacht. Und zwar sind da ja auch immer mal wieder welche, ich glaube in jedem Gebiet sind drei bis auf dem Sturmgipfel, nee, Sturmheim so rum, sind zwei. Hatte ich aber vorher auch schon gezeigt, wo die Positionen sind. Und dann seid ihr eigentlich eh schon fast 110. Und wenn ihr es noch nicht ganz seid, könnt ihr auf jeden Fall Arenen weiter queuen. Umso höher vom Level, umso mehr bringen die Arenen. Ich sag's bloß. Also, das solltet ihr zwischen den Aufsammeln von dem Zeug eben machen. Queuet einfach immer weiter Arenen rein. Lasst dann vielleicht die BGs weg, macht dann nur noch Arenen, weil BGs flachen auch ab. So ab, ja, ab 90 würde ich auch wirklich bloß noch Arenen queuen und keine BGs mehr, um das meiste rauszuziehen. Genau. Das ist eigentlich soweit der Kurs. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht so separiert in die einzelnen Bereiche, aber es ist fließend, ne? Du kannst nicht sagen 70 und dann ist das andere useless, sondern es fließt ineinander rein. Ihr solltet immer auch ein bisschen mit gucken, habe ich die PvP-Trinkets? Das macht viel aus, 100% mehr oder weniger, macht viel aus. Wenn ihr die nicht habt, verschiebt sich das Ganze noch ein bisschen. Arenen werden trotzdem effektiv sein, aber weit so effektiv, wie sie bei mir der Fall sind. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Ich weiß, es ist jetzt verdammt lang geworden und ich wollte es eigentlich wesentlich kürzer halten. Solltet ihr Anmerkungen, Fragen oder irgendwas haben, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mich würde es interessieren. Vor allem, wenn ihr auch noch irgendwelche Tricks und Tipps habt. Ich denke ich mal, habe ziemlich viel aufgedeckt, aber es gibt immer was, was man nicht weiß. Also man lernt ja hier quasi nie aus. Gerne in die Kommentare und ja, über eine Bewertung würde ich mich freuen. Wenn euch das Ganze zugesagt hat und ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Und sonst, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.